Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Und überhaupt moin moin. Moin moin. Moin. Hummel Hummel. Moin moin. Hansestadt Eishockey hier von. Scheiße, eigentlich wollte ich doch sagen, dass wir auf Ibiza in unserer Finca sitzen. Schon seit 7 Stunden. Schon seit mehreren Stunden und darüber philosophieren, wie man die Eiswelt noch retten kann. Sind sie denn noch zu retten? Sie sind bestimmt noch zu retten. Vor allem jetzt, wo sie ihren neuen Trainer haben. Hey, von dem keiner wusste, dass er kommt. Ja, Hauptstadt Eishockey, hallo. Ich bin Tom. Wally ist auch da. Wunderschönen guten Tag. Bonjour. Hallo Flo. Tag. Bist auch da. Jo. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, ich hab alle gegeben. Genau, ziemlich genau einen Monat ist es her, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, unsere große Saison-Recap-Show. Da waren ja dann noch so ein paar Erwartungen, die wir hatten an den Sommer der Eisbären und wir haben ja auch gesagt, dass wir uns auf jeden Fall mindestens noch einmal im Monat hören. Ja, jetzt ist der Monat rum. Bei den Eisbären ist ein bisschen was passiert. Es gab ein paar Neuverpflichtungen, ein paar Zugänge und ich glaube die... Abgänge. Ein paar Abgänge, genau. Und das, glaube ich, das Wichtigste und das, was bei den Eisbären selbst auch ganz oben auf der Agenda stand, war die Verkündung des neuen Trainers für die kommende Saison. Und das ist völlig überraschend. Serge Aubin geworden. Ja, Wahnsinn. Also hat mich völlig von den Socken gehauen. Ich war positiv überrascht. Dass es doch geworden ist. Hab gar nicht mehr damit gerechnet. Meinst du nicht, dass das auch der andere, der Schweizer, hätte machen können? Der jetzt bei den Buffalo Sabres unter Vertrag genau. steht. Ja, ich glaube, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war eine ganz enge Geschichte. Und da ging es, glaube ich, auch nur um mehrere Millionen Unterschiede. Ja, so Kleinigkeiten halt. Ja. Aber ja, okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Ralf Krüger fehlt halt die Erfahrung in der deutschen Eishockey-Liga. Das stimmt. Das wer ist, weiß, ich, ob das, er überhaupt noch so der deutschen Sprache mächtig ist, nachdem er jetzt Ewigkeiten in England war und sonst war. Ja, schwierig. Aber ganz witzig, ich musste tatsächlich da auch nochmal dran denken, weil bei der Pressekonferenz von Ralf Krüger, also das, als er vorgestellt wurde als neuer Trainer der Buffalo Sabres in der Woche, da wurden so gewisse Talking Points nochmal so genannt, die auch bei der Serge Aubin-Vorstellung genannt wurden, beziehungsweise auch schon, welches Anforderungsprofil der neue Trainer erfüllen muss. Also, muss Deutsch sprechen in Buffalo. Er muss ein guter Kommunikator sein, mhm. Er muss sich im Sport sehr gut auskennen, er muss Erfahrungsschatz mitbringen, er muss gut mit jungen Spielern arbeiten können und er muss aber auch eine Führungsrolle einnehmen. Das sind aber auch vollkommen die Allgemeinplätze. Ja, ne? Genau. Ich würde gerade sagen, das war ja und ja jeden bei Morgen muss die Sonne aufgehen und jeden Morgen muss die Sonne untergehen. Ja, bei Aubin hast du es ja so ähnlich gehabt. Da wurde ja auch sowas genau gesagt, wo ich mir gedacht habe, warte mal, Déjà-vu, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. Woran hat es denn dann wohl dann nicht gelegen? Das war halt echt so, also Jason Botterill hat halt diese Punkte so vorgelesen, warum hat man jetzt sich für Ralf Krüger entschieden und ließ die ganzen Punkte durch. Und dann dachte ich mir, hey Mensch, die hätten auch Serge Aubin. Aber echt mal, die sind doch bescheuert bei den Buffalo Sabres. Die hätten das Gesamtpaket viel günstiger bekommen können mit Serge Aubin. Ja, natürlich hätten sie. Ist ja auch, also ja. Schlechtes Management. Genau. Mhm. Ja, natürlich eine kritisch gesehene Verpflichtung des neuen Trainers. Ich denke auch zu Recht, weil gerade aus Fankreisen man schon das Gefühl bekommt, dass da so ein bisschen so eine Vetternwirtschaft stattfindet, dass man sich da so Jobs an alte Freunde zuschiebt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass natürlich jeder Trainer, egal wo er herkommt und egal wie voreingenommen man vielleicht ist, ja auch erstmal eine Chance verdient. Und bei Aubin, also auch Aubin hat diese Chance natürlich verdient, aber die Pressekonferenz, die Vorstellung von ihm hat mich jetzt noch nicht so positiv gestimmt, dass ich sage, oh ja, das ist genau der Trainer, den ich mir für das, wo die Eisbären sich jetzt gerade selber auch sehen, was sie immer wieder auch umschreiben, dass sie in einem gewissen Umbruch sind, da habe ich von der Pressekonferenz auch einfach, weiß ich nicht, von den Punkten, die er anspricht, irgendwie mehr erwartet. Also da war zum Thema Spielsystem, hat er zwar ein paar Punkte genannt, so er will schnell spielen, er will unangenehm spielen, aber so genaue Details, wie das stattfinden soll, wurden da noch nicht genannt. Und was mich auch sehr gestört hat an dieser PK, war die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, welchen Plan man jetzt für den Sommer hat. Aber lass uns erstmal bei Aubin bleiben.
Aber das haben auch ganz viele in der Community gefragt. Ja. Wir haben ja die Frage gestellt, mit dem Umbruch. Wir haben noch gar nicht gesagt, welche Ausgabe das heute ist. Die Sandy Smith-Ausgabe. Genau, Jonas Müller. Was hat denn die Community gesagt? Und zwar haben wir gefragt, also wir würden gerne von euch wissen, ob der versprochene Umbruch bisher eure Erwartungen erfüllt und womit seid ihr einverstanden, zufrieden oder mit was nicht. Und da haben auch ganz viele sich natürlich negativ geäußert, aber einige haben auch gesagt, wie du eben das gesagt hast, ihr habt eine Chance verdient, etc., etc., etc. Ja, es wäre jetzt auch Quatsch, sich hinzustellen und zu sagen, bevor überhaupt ein Spiel gecoacht hat für die Eisbären, sich hinzustellen und zu sagen, ja, mit Hamburg, das ist überhaupt total scheiße gelaufen, in der Schweiz hat er seinen Job verloren und so und der hat den Job eh nur, weil er gut mit Richer befreundet ist und weil die sich ewig kennen und so. Kann man alles sagen, aber ist mir dann auch zu einfach und ich will schon auch sehen, was er mit der Mannschaft macht und vielleicht funktioniert es ja und das überrascht uns und die spielen erfolgreiches oder zumindest gutes Eishockey. Also es muss ja nicht immer negativ sein, wenn sich Trainer und Sportdirektor gut kennen, verstehen. Sie haben dann eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. Und ich meine, in der Politik ist es ja genauso. Wenn du jetzt hier Bürgermeister wirst oder so, du holst ja auch die, mit denen du gut zusammenarbeiten konntest, als dein Referent dazu. Ja. Ja. Aber da kann man dann auch sagen, da kann man vielleicht auch wieder den NHL-Vergleich machen, dass das vielleicht jetzt die letzte Verpflichtung, also auf der Position von Stefan Richer war, weil ich glaube nicht, wenn das jetzt scheitert, dass er dann nochmal eine Chance bekommt, weil, also in der NHL ist es auch ganz häufig so, dass der General Manager ja in dem Fall, und ich glaube, die Position ist relativ, obwohl das teilen sich, glaube ich, Richer und Peter John Lee so ein bisschen. Naja, ist egal. Ich glaube, das Wirtschaftliche liegt dann bei Peter John Lee und das Sportliche bei. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, also wenn man jetzt schwarz malt und sagt, es scheitert, die Option Aubin, dann gehen Richer, glaube ich, auch irgendwie die Argumente aus, dass er da die richtigen Leute findet. Also. Ja, ich finde halt, du gehst halt mit der Aubin-Geschichte, dadurch, dass er sich ja nun kennt, ohne Frage, finde ich aber auch, ist das so ein bisschen vielleicht bei Richer so, Sicherheitsnetz, weil du weißt, was du kriegst, du weißt, was du dir da für einen Typen geholt hast, so, und halt vielleicht fehlt da so ein bisschen der Mut, dann doch mal den neuen Weg zu gehen, so, sondern das zu machen, was ich kenne, was ich abschätzen kann. Von daher hätte ich mir halt vielleicht doch ein bisschen mehr Mut gewünscht, dass man da vielleicht nochmal einen ganz anderen holt oder einen ganz anderen Weg geht. Aber im Endeffekt, du musst halt gucken, was er spielen lässt. Das, was er halt auf der PK gesagt hat, was du schon meintest, Tom, es ist halt sehr simpel. Im Endeffekt hat er Eishockey umschrieben für mich. Ja. So, also schnell, energievoll und vorneweg, Eishockey. Bingo. Ja. Aber, von daher muss man schauen. So, und dass er aber wiederum, sag ich mal, erfolgreich spielen kann, hat er ja nun auch gezeigt. So in der Ebel, das ist ja nun auch keine Liga mehr wie vor ein paar Jahren, wo alte Kanadier oder Ausländer an sich hingehen und praktisch nur noch austrainieren, so, sondern da ist ja auch schon gutes Spielmaterial da. Man muss gucken. Aber halt, wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass vielleicht ein anderer Weg kommt. Also für mich fühlt sich das an wie ein Umbruch, im Gesamten schon, aber noch kein Aufbruch. Also das große Ganze, dass jetzt irgendwie so ein Krachertransfer getätigt wird, wo man sagt, ja geil, jetzt geht's voran, das sehe ich halt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingetreten. Und was macht das für dich zum Umbruch? Also mit den Spielern, die gehen mussten, gerade auf der Goalie-Position. Ja. Und dass jetzt die gekommen sind, ich weiß nicht, ob die jetzt ungefähr gleichwertig sind. Dafür kenne ich natürlich John Ramage nicht oder wir alle nicht. Wir können uns jetzt ein paar YouTube-Videos angucken oder kluge Sachen lesen, aber im Endeffekt hat ihn ja keiner spielen sehen. Und also für mich fühlt sich das irgendwie noch komisch an. Ich weiß halt, also ich kann es so schwer als Umbruch einschätzen. Also für mich fühlt sich das nicht wie ein richtiger Umbruch an. Also die einzige Personalie. Ist ja auch eine subjektive Einschätzung. Ja, die fühlt ja jeder anders. Schon, ja. Ja. Aber die einzige Personalie, wo ich sage, ja, das war so ein. Also davon hätte ich mir vielleicht noch mehr Transfers gewünscht, beziehungsweise hätte ich bei einem Umbruch erwartet, war halt sowas wie Mickey Dupont. Also auch einen Spieler abzugeben, wo es halt wirklich wehtut. Also dem Spieler wehtut, aber auch den
den Fans irgendwie wehtut. Also auch ein Spieler, wo du sagst, der bringt schon noch seine Leistung, aber wir müssen hier ein neues Element reinbringen. Und wir müssen irgendwie, ja, wir müssen halt uns ein neues Selbstbild halt irgendwie verpassen. Und selbst da, also Micky Dupont ist halt ja dann so ein Musterprofi und so. Wir haben in der letzten Ausgabe ja wirklich auch lang und breit über ihn gesprochen. Und von dieser Art Abgängen ist mir zu wenig passiert, dass ich das als Umbruch bezeichnen kann. Also einen Jens Baxmann abzugeben, auch, also jetzt, wenn du nur die Leistung beurteilst und nicht die Zeit, die ja jetzt schon bei den Eisbären unter Vertrag stand, dann ist das jetzt nicht so, dass du einen großen Leistungsträger abgegeben hast. Du hast einen soliden Defensivverteidiger abgegeben, der sicherlich auch eine gute Rolle in der Kabine gespielt hat, aber mehr halt dann auch nicht. Hm. Und selbst Poulin fühlt sich für mich nicht nach Umbruch an. Also Poulin kam ja auch erst in der Saison und hatte halt dann auch seine Höhen und Tiefen. Und aber mir ist eingefallen, Poulin hat sich auf alle Fälle für unsere Folge, die wir nochmal machen wollten, qualifiziert, wo wir die besten Einjahresspieler... Stimmt, ja. Stimmt, schreibt den auf. Ja. Oder die kultigsten, nicht die besten, die kultigsten Einjahresspieler. Aber insofern zu Aubin selber können wir halt eigentlich, glaube ich, noch gar nicht viel sagen, ehe wir ihn haben arbeiten sehen und ja halt auch die Spiele, also die ersten Testspiele, gerade dann auch so gegen stärkere Gegner, so vielleicht dann so um den Dolomiten-Cup herum, wo man dann sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich das Gesicht, was die Eisbären 2019, 2020 haben werden. Ja, aber gerade in der letzten Saison haben wir ja gesehen, dass die Testspiele auch 180 Grad anders sein können, als dann in der Saison das läuft. Ja, aber man hat in den Testspielen ja schon eine gewisse Richtung erkannt, in die das gehen soll, welche Clément Jodoin da vorgeben wollte, was er spielen lassen wollte. Und das hat sich ja dann durch Verletzungen und andere Einflüsse natürlich dann ausgebremst. Aber ich glaube schon, dass du in den ersten Spielen gerade gegen bessere Gegner dann schon erkennen kannst, okay, das sind so die Eckpunkte, auf die der Trainer dann halt Wert legt. Ich bin halt wirklich gespannt, lass mich da wirklich überraschen, aber also ich bin jetzt aber nicht so, dass ich so, yay, super euphorisch. Ich glaube, das ist niemand, also ich habe keinen einzigen Kommentar irgendwo gelesen, der gesagt hat, ja, genau, mein Wunschtrainer. Aber das ist auch vielleicht das Positive, weil niemand erwartet irgendwas, er kann nur überraschen. Sollte er nicht überraschen und es läuft schief und die Acemen sind nach 26 Spieltagen Tabellen 14 da, dann wird jeder sagen, na, hab ich's doch gesagt. Ja, ich glaube aber auch, du hast so diesen großen Effekt, der ist halt so ein bisschen verschwommen oder ausgelaufen, weil es irgendwie schon klar war, dass der halt kommt. So, ja, also vom Gefühl her war mehr Aufregung, wo er so das erste Mal als größeres Gerücht kam. Am 22. Dezember bei Twitter. So fand ich, weil dann ging es ein bisschen mehr rum. Jetzt hat halt wirklich jeder eigentlich nur drauf gewartet, dass es bestätigt wird und konnte halt jeder schon so ein bisschen sich setzen und seinen Frieden damit machen. Ja, dann lass uns doch mal über die weitere Pressekonferenz reden, weil das spielt halt da nämlich sehr schön rein, weil das war halt der Punkt oder das, was ich aus dieser Pressekonferenz am meisten so mitgenommen hat und was mich im Nachhinein halt auch wirklich beschäftigt hat, dass es auf dieser PK, wo Aubin vorgestellt wurde, nicht so wirkte, als hätten sie schon einen weiteren Plan. Also oder der Plan, der sich so, dass da schon was. Also machen wir das an einzelnen Punkten fest. Es war so, dass, also ich kaufe einfach nicht die Aussage, dass Aubin erst in den wenigen Tagen vor dieser PK quasi fix gemacht wurde. Nee, auf keinen Fall. Das Gerücht gab dafür, es schon. Dafür wurde mir Dani viel zu rot, als wir den gemeinsamen Podcast ja, aufgenommen haben. In dem Podcast, die Gerüchte, also es war ja kurz nachdem Aubin entlassen wurde in der Schweiz, kamen ja die Gerüchte schon auf, dass er eventuell Eisbären-Trainer wird. Ja. Sicherlich wird das irgendwas mit Arbeitsrecht und so zu tun gehabt haben, dass man da nicht offiziell drüber reden konnte oder sonst was. Aber die haben Gespräche geführt, da bin ich mir sicher. Und ich finde es extrem komisch, dass es auf dieser PK nicht so wirkte, als hätte man Gespräche über Neuverpflichtungen, über den Trainerstab und gewisse andere Sachen, dass man darüber scheinbar nicht gesprochen hat. Oder es wurde auf der PK halt einfach schlecht verkauft. Also es gab diese eine Szene, wo Richer ja auch von dem Bildkollegen halt wirklich sehr in die Ecke gedrängt wurde, wo es eben auch um potenzielle Neuverpflichtungen ging. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da um den Torwart ging oder, nee, ich glaube, es ging um Spieler.
Da wirkte das nicht so, weil da sprach Richer immer wieder davon, dass man jetzt in den nächsten Tagen es analysiert, dass man in den nächsten Tagen dann schaut, wie man weiterarbeitet. Und wo der Bildkollege für mich dann zu Recht auch gesagt hat, hey, müsstet ihr nicht jetzt schon wissen, wo es hingehen soll? Wir haben jetzt einen Sommer. Ich glaube, dass die Pressekonferenz wirklich nur für die Trainerfrage angesetzt war. Dass man den Rest so scheibchenweise raushaut. Legitim. Ja. Aber man müsste das meiner Meinung nach dann besser verkaufen, sich da, also da ein besseres Bild davon abgeben, indem es nicht so wirkt, als hätte man den Plan noch nicht. Ja, aber dass die so ein bisschen bedeckt sind und sehr vorsichtig sind, was sie nun veröffentlichen oder wie sie was sagen, ist ja auch wiederum nichts Neues. Wie gesagt, so, legitim. Ja, also wir hatten ja schon das Thema, hatte ich ja schon mal erzählt, da in der Säulenrunde, wo wir es so mal angemerkt hatten, dass es vielleicht mal ganz interessant wäre, wie lang denn nun ein Spieler bleibt, also sprich, wie lang der Vertrag läuft. So, wo ich ja schon grinsen musste, wo jetzt der neueste Trend ist, dass man immer eher erhält einen mehrjährigen Vertrag. So, wo ich mir auch denke, ja toll, das ist auch, also was, 2 Jahre? Also, dass man da halt schon sehr vorsichtig ist. Aber das stimmt schon. So, mir fehlt halt so das große Ganze. So, wie ist jetzt nun der große Masterplan? So, da hat man halt irgendwie keine Vorstellung, was kommt, in welche Richtung geht's. So, und mir fehlt da auch so der Zeitpunkt, wo du halt sagen kannst, okay, vielleicht ab dem Punkt kommt mehr. So wie jetzt, wie sich halt nach der WM. Aber irgendwie glaube ich auch wieder nicht, dass das irgendwie ein Thema wird. Also ich glaube nicht, dass wenn die Eishockey-WM vorbei ist, dass man hier mit einmal noch mit 3-4 Neuverpflichtungen um die Ecke kommt. So, das glaube ich nicht. Nee, weil dann sind ja noch NHL, die Stanley Cup Playoffs. Natürlich. Ja. So, Herr Chara wird ja auch alt. So, das ist ja von Berlin nicht so weit bis nach Hause. Aber der hat ja noch einen Jahresvertrag. Oh, der hat noch einen Vertrag. Der noch ja, kauf mal ihn raus, verlegen. Wir haben jetzt mit Krüger Geld gespart. Nee, es ging mir mehr dann um so einzelne Aussagen, wo es dann halt um Poulin, wo man setzt sich zusammen. Also es war dann immer so, wir setzen uns jetzt in den nächsten Tagen zusammen, analysieren das. Aubin quasi an dem Tag, es war Anfang Mai, ne? Es war 2., 3., 4. Mai irgendwie so in dem Dreh rum. Also quasi zum Mai den Vertrag gemacht und dass Aubin dann quasi kommt und sich mit den Spielern, die jetzt noch in Berlin sind, hinsetzt und mit denen spricht, mit denen vielleicht auch sagt, die ihnen vielleicht auch erklärt, hey, das ist mein Plan, so möchte ich spielen, so plane ich mit dir. Finde ich total legitim, finde ich in Ordnung. Das, was mich halt gestört hat, war halt diese Art und Weise, wie man über potenzielle Verpflichtungen gesprochen hat und über potenzielle Abgänge, beziehungsweise Spieler, die noch in der Schwebe waren. Es sind ja momentan, sind es ja an sich jetzt noch Oppenheimer und Busch, glaube ich, von den Spielern, die noch so ein bisschen in der Schwebe sind. Und zu dem Zeitpunkt war es halt noch Kevin Poulin. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass da schon so der Plan ist. Und es wurde halt immer so verkauft wie, ja, wir haben uns jetzt erst gerade dazu entschieden und wir können jetzt erst miteinander reden. Und das kann ich, also das kaufe ich einfach nicht. Ich bin, wenn man, also gerade wenn man den Trainer verpflichtet, spricht man noch über so gewisse Spieler. Also, hey, wenn wir den Spieler, wir haben den Spieler, wie planst du mit dem? Kannst du mit dem was anfangen oder können wir den abgeben? Oder was ist mit dem Spieler? Den wollen wir eventuell verpflichten oder mit dem haben wir schon gute Kontakte? Mhm. Wie sieht's aus? Ja, vielleicht hat sich das mit den Tagen auf Mallorca überschnitten. Mit dem was? Mit den Tagen in Mallorca, wo sie sich doch die DL immer trifft oder zumindest die ganzen sportliche Leitung und sowas. Ja. Vielleicht war es ein schlechter Termin. Ja, das war halt das, wo ich mir dachte, da irgendwie, also da spricht man noch drüber. Dass das schon länger feststand, fällt mir jetzt gerade ein, ist auch dem Fakt geschuldet, als ich nochmal zu Stefan Richer gesagt habe, dann hatte ich doch recht, dass du gewartet hast mit der U18-WM und er dann dementsprechend so gegrinst hat. Mhm. Ja. Naja. Für die es nicht wissen, Serge Aubin war Co-Trainer bei der kanadischen Nationalmannschaft bei der U18-WM. Er hat auf jeden Fall, Aubin hat auch gesagt, dass er sehr viel mit den jungen Spielern plant und dass er die auch einsetzen will. Alles, glaube ich, auch Sachen, die man gerade hören möchte in Berlin. Vor allem, um jetzt hier auf die Frage zu kommen, haben ja auch einige von unseren Followern geschrieben, dass sie hoffen, dass die Spieler dann auch mit 2 Älteren eingesetzt werden und nicht alle nur zusammen gebündelt in einer 4. Reihe. Ja. Ja, das wird sich dann zeigen, wie das gemacht wird. Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Klar, in der Vorbereitung kann man das machen, man spielt halt Janke in der ersten Reihe mit 2 Älteren, mit Ortega von mir aus zusammen und noch irgendwem. Und dann, wenn der erste DL-Spieltag rumkommt, ist Janke wieder in der 4. Reihe. So, das kann man dann vielleicht nicht in der Vorbereitung sehen, weil du es vorhin meintest, aber
ja, da bin ich gespannt, aber das sind halt Sachen, also Aussagen, die macht man halt, um so ein bisschen die Leute auch zu besänftigen und zu sagen, hey, alles ist gut. Ihr müsst mich mögen. Ja. Ich sehe zwar immer aus, als wenn ich sehr grimmig schaue, oder also er hat ja nun, sein Gesichtsausdruck ist ja relativ grimmig immer, aber dafür kann er ja nichts. Er hat ja auch ab und zu mal versucht zu lächeln. ja, lassen wir uns überraschen. Überrascht wurden wir dann aber nicht mehr wirklich von, ich überlege gerade, mit wem ich anfange, vom Abgang von Tobi Antschitschka. Wollen wir nicht das Poulain? Weil das später war, chronologisch. Und da wurden wir von Antschitschka wurden wir nicht überrascht, weil gerade du, Wally, das ja schon ein paar Tage früher wusstest. Und ja, schon Wochen. Wochen. Aber ja. Dann ist natürlich, man würde ja nicht mehr Gerüchte verbreiten und so, wenn es noch nicht fest ist. Und als es dann fest war, ging es relativ schnell und er war ja dann auch schon in Finnland und ja, dann konnte man es auch danach veröffentlichen, als die ersten Artikel aus Finnland rauskamen. Ja, einen Tag vorher kam er, hat er eine Berliner Zeitung zumindest den Fakt, dass er wahrscheinlich nach Finnland geht. Aufgrund des Berichts aus Finnland. Ja, und da war ja dann schon, da wussten wir ja schon, dass es ein Vierjahresvertrag wird für Tobi Antschitschka, dass er nach Luko Rauma geht und dort mit Petri Vehanen zusammenarbeitet. Ja. Ist natürlich eine super Story, wenn sich der Petri, also wenn Tobias Antschitschka, der als 16-Jähriger, ja damals war glaube ich noch 16, als Ersatzmann sein erstes DEL-Spiel auf der Bank, als Ersatzmann von Petri Vehanen, der das Spiel nicht mehr gemacht hat. Das war kurz vor der Deutschlandcup-Pause, glaube ich. Oder Novemberpause. Irgendwie so in dem Zeitraum, ja. Irgendein letztes Spiel vor irgendeiner Pause war es. Oder Olympiapause. Irgendwas. Eine das von war den die Olympiapause. 500 gefühlten, ja. Ja. Dass er dann halt, dass die dabei dann zusammenarbeiten, also ist eine coole Story. Und deswegen wundert mich das, dass das nicht irgendwie größere Beachtung gefunden hat hier in Berlin. Ja, also wenn so ein großes Talent, der jetzt schon U20-Nationalmannschaft spielt und U18 erster Goalie war, wenn dann so ein Riesentalent weggeht und sagen wir als 22-Jähriger kommt er dann zurück, dann wundern sich alle, ja, wer ist denn das denn alles? Und hier? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil sind wir mal ehrlich, wer beschäftigt sich groß mit den Juniors? Hm. So, also DNL vielleicht noch, weil es dann vielleicht mal das öfters irgendwie angesagt wird, weil du ja dann doch ein, zwei Spieler hast, die dann halt auch mal in der DEL auftauchen. Aber alles, was weiter runter geht, glaube ich, gibt es nicht wirklich viele, die da wissen, was da für Jungs rumrennen und was da für Talente dann doch sind. Ja. So, klar, da ist es dann halt, oh, wo kommt denn der jetzt her? Ach, der hat ja mal bei uns gespielt. Ja. So, das Thema hatten wir ja auch schon mal, wenn du überlegst, wer eigentlich jetzt so DEL, sag ich mal, alle schon mal im Nachwuchs von Eisbären gespielt hat und in der Liga dann doch irgendwo einen Namen hat. So, glaube ich, wissen das nur ganz wenige. Ja. So, dass der mal bei uns war, halt, sich bestes Beispiel finde ich da immer Köppchen. So, der, wo er, glaube ich, nur noch ganz wenige wissen, dass das halt wirklich ein Berliner ist. Ja. So, und nicht irgendwo herkommt. Deswegen, ja, na, ich bin halt nur mal gespannt, wie das mit Antschitschka weiterläuft. Weil er soll ja dann immer noch die Möglichkeit haben oder immer noch irgendwie eine Verbindung zu den Eisbären haben. So wie es zuletzt geschrieben worden ist von, also von Peter John Lee hatte gesagt, dass der Vertrag nur stillgelegt wurde, so wie man es halt von Matthias Niederberger kennt. Ich würde es nicht sagen. Positive Erfahrungen damit. Diese Sachen mit dem Ausleihen. Ja. Ja, muss man halt schauen, was es wird. So, er steht ja, glaube ich, sogar noch jetzt beim diesjährigen Draft auf der Liste, ne? Genau. So, also wenn er gezogen wird, ist es natürlich dann, glaube ich, noch mal geringer die Chance, dass er in den nächsten paar Jahren wieder zurückkommt. Ja. Mal schauen. Aber ich find's gut, so den Schritt zu machen. Vor allem, man sieht es ja, gibt ja viele positive Beispiele, nun jetzt mit Bock. Genau, das ist, glaube ich, das Prominenteste. Was halt daran geschuldet ist, dass halt generell, finde ich, die skandinavischen Ligen sehr viel mit jungen Spielern arbeiten. Also da ist ja regelmäßig ein bis zwei Gitterkinder dabei, wenn man irgendwie mal irgendwelche Zusammenfassungen von Spielen. Ein schönes Wort, Gitterkinder. Ja. So, und beim Torwart schwer, der ist immer mit 35 Gitterkind.
Nee, aber ich glaube, das ist schon gut und dass du in dem jungen Alter auf diesem hohen Level spielen kannst. Also besser kannst du nicht passieren. Genau, also dass man sich halt gegen Nordamerika entscheidet und halt für die nordischen Länder. Also ja, am Beispiel von Dominik Bock hat man es ja gesehen. Und ja, aber vielleicht kommen ja noch ein paar Abgänge nach Nordamerika dazu. Ende Juni, Anfang Juli, es stehen ja dann noch Drafts an. Nicht nur der NHL-Draft. Sondern auch der CHL-Draft von der Canadian Hockey League. Das ist der Draft, in dem kürzlich, also in der kürzeren Vergangenheit, Leon Gawanke und Cedric Schiemens von den Eisbären gedraftet wurden. Cedric Schiemens Kitchener Rangers und Gawanke Cape Breton Screaming Eagles. Genau, da habt ihr bestimmt alles in den anderen Medien von gelesen, damals. Auf jeden Fall gab es ein sehr schönes Doppelinterview bei Hockeyweb. Mhm. Das habe ich geführt und gelesen. Aber da, ja, auf wen sprichst du da an? Lukas Reiche und Nino Kindner. Also das wären meine beiden Kandidaten, die wir vielleicht in der nächsten Saison hier gar nicht mehr im Trikot der Eisbären sehen. Ja. Also Kindner gehe ich eigentlich schwer von aus, dass der nächstes Jahr nicht mehr hier in Berlin ist. Und da ist auch eine Aussage, die Stefan Richer getroffen hat bei der Pressekonferenz, es fiel mir da wieder ein, wo er sagte halt, wir werden noch ein paar Abgänge haben und ich persönlich würde die beiden dazu zählen. Ja. Bei Anschitschka, um da noch was hinzuzufügen, selbst wenn er gezogen, wenn er nicht gezogen wird dieses Jahr im Draft, ist er glaube ich noch jung genug, um nächstes Jahr nochmal sich für den Draft zu melden. Mhm. Und wenn er dann das Jahr Finnland quasi schon hinter sich hat und da auch gut performt hat und in Finnland glaube ich auch einfach mehr im Fokus von Scouts steht, einfach weil da die Talentdichte auch viel größer ist als in der DNL beispielsweise, dass er dann eventuell die Chance hat, gedraftet zu werden. Und wenn er gedraftet wird, selbst dann glaube ich, dass er in Finnland weiter sich entwickeln kann. Ja. Weil gerade Torhüter, weiß man ja, brauchen immer ein bisschen länger, selbst wenn sie super talentiert sind. Und in der NHL, glaube ich, traut sich kein Team, einen 18-Jährigen, 19-Jährigen gleich aufs Eis zu schicken und zu sagen, so, du spielst jetzt mal ein Camp. Kann ich mir schon vorstellen, dass er ein Camp mitmacht, vielleicht ein paar Spiele, diese Prospect-Spiele mitmacht, aber ich glaube nicht, dass er schon in der AHL oder da irgendwie dann das auf keinen Fall Amerika rübergeht. Aber das hätte Rauma auch nicht, oder also Luko Rauma, das wäre ja auch nicht. Man muss ja schon ein Ziel haben, wenn man einen Vierjahresvertrag abschließt. Ja, genau. Ja. Dass man da auch möglichst lange bleiben will. Ja. Nee, ist eine coole Geschichte, gerade auch die Verbindung mit Petri Wehrhahn, wo ja dann jetzt auch klar war, dass er halt nicht immer nur einfach hier zu Besuch war, weil er es in Berlin so schön fand, sondern dass es auch ein bisschen. Aber der ist ja lustigerweise schon wieder in Deutschland gerade, ne? Ist er schon wieder? Wen holt er denn jetzt? irgendjemand aus dem Rhein-Bereich. Also da macht er irgendwie so eine. Was war das? Mosel-Tour oder so? Keine Ahnung. Okay. Er hat heute seinen ersten Instagram-Post aus Deutschland gepostet. Wahnsinn. Ja. Insider-Wissen. Mal schauen, wer da als nächstes kommt. Wer da als nächstes geht. Ja. Aber nochmal dazu, dass der Kontakt nie abgebrochen ist, da hat man auch, ich habe es bei Instagram gesehen, dass der Mentaltrainer, der Markus Fleming von Eisbären, dass der in Finnland war, auch, also, und die beiden habe ich auch zusammen gesehen beim letzten Hauptrundenspieltag, also da, der Kontakt muss da schon zwischen Eisbären und ihm noch sehr eng sein. Wirf doch noch mehr die Frage auf, warum die Eisbären keine finnischen Spieler verpflichten. Der Petri scheint ja da einen ganz guten, also ich glaube, dass der da auch relativ beliebt ist. Da ein bisschen kann der doch mal ein gutes Wörtchen einlegen. Aber die DL Kapo Kako zum Beispiel könnte sich doch noch mal ein Jahr in der Die DL hat doch jetzt einen neuen finnischen Spieler. Wen denn? In Krefeld, diesen Jussi Rinnas. Stimmt, der Torwart. Du sitzt hier mit deinem Toronto Maple Leafs Shirt und du müsstest den noch kennen. Es war doch ein ehemaliger Maple Leafs Prospect. Ja, aber ich hab den. Du bist ein Fan, ey. Ja, Alter. Volksfan hier. Willkommen, Leute. Jussi Rinnas. Schäm dich. Ja, mach ich. Nee, das war die Zeit, das war die Zeit, wo der Prospect dort war, als ich mich auch ein bisschen für die Maple Leafs interessiert habe. Du hast dich mal für die Maple Leafs interessiert? Ja, so in der Sundin-Zeit und was war da noch? Genau. Ed Belfour und Curtis Joseph und so weiter. Okay. Ja. Die ganz erfolgreiche Zeit. Aber ich habe das gar nicht mitgekriegt, also mit Transfer von Krefeld. Habe ich nicht mitbekommen.
Bleiben wir mal bei der Torhüter-Position und auch nochmal bei dem Abgang, der jetzt, glaube ich, der letzte war, der verkündet, also zeitlich der letzte, der verkündet wurde, aber für mich nicht wirklich überraschend, weiß nicht, wie ihr das seht, aber Kevin Pillar wird in der kommenden Saison nicht bei den Eisbären im Tor stehen. Skandal. Für dich ist ein Skandal? Nein, also das war jetzt dramatisiert Skandal. Ich finde es schade. Er war ein super Spieler, fand ich. Also ich habe ihn gern hier spielen sehen. Seine Art habe ich gemocht. Jetzt vielleicht nicht, wie er mit den Mitspielern umgeht, aber ansonsten, dass er ein bisschen extrovertierter war als Petri Werner und als Rob Sepp auf der Goalie-Position, das hat mir gefallen. Er war halt ein dankbares Model für meine Kamera. Ja, ja klar, also auf einer Seite wäre es halt cool gewesen, wenn er noch eine Saison geblieben wäre, aber auf der anderen Seite, ja, was er halt so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dass man halt mit seinem Charakter irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat. Zwischen den Zeilen? Ja. Also, ja. Na, ich habe es nirgendwo 1:1 gehört, wo einer gesagt hat, ja, nee, der ist. Du musst doof. Mal mit der sportlichen Leitung Mittagessen gehen. Nee, das will ich nicht. Ich gehe ja nicht ab. Ja, aber nee, beim Fanstammtisch wurde das auch schon mal. Also, das war zwar auch noch irgendwie zwischen den Zeilen, aber da haben wir beide so viel gequatscht, da habe ich nie mehr viel mitgekriegt. Die Aussage war, es gibt gute und es gibt schlechte Emotionen. Und Kevin hat nicht immer gute Emotionen gezeigt. Und dann denkst du dir so, ja, okay, noch weniger zwischen den Zeilen geht's nicht. Ja. Aber da passt es auch, was du, dein erster Artikel über Pollard, Journeyman, ne? Das war ja ein Zitat aus einem Schweizer Artikel, glaube ich. Genau, aber das passt der halt. Für die Recherche. Dass er dann weiterzieht nach einem Jahr. Ja, eben. So, da passt es wieder in dieses System, was wir schon gesagt haben, wo er verpflichtet worden ist, dass es natürlich ein bisschen komisch ist, dass er gefühlt jede Saison woanders spielt. Mhm. Ja, aber doof. Das Bild ergibt ja, also das Bild bekommt ja jetzt Farbe, wenn man dazu hört, dass er halt, also zwischen den Zeilen dann immer hört, dass er in der Kabine scheinbar nicht ganz so leicht zu ertragen ist, dass es da menschlich ein paar Probleme gibt oder im Umgang ein paar Probleme gibt, dann ergibt das Bild ja einen Sinn, warum er immer wieder von Team zu Team wandert. Dass das dann eventuell nicht immer nur an den Mannschaften liegt, bei denen er spielt, sondern wohl auch scheinbar etwas an ihm. Weil an der Leistung, klar, also die Leistung kann man schon auch kritisch sehen. Ich fand gerade so im Dezember rum, wo er da 10 Starts in Folge hatte, die er verloren hat, wo er nicht so gute Statistiken auch hatte und teilweise auch echt nicht gut aussah, wie die ganze Mannschaft, muss man dazu sagen. Da fand ich ihn jetzt halt auch nicht so überragend. Aber der hatte überragende Spiele dabei, ohne Frage. In der Masse gesehen war er schon für die Liga überdurchdurchschnittlich, meiner Meinung nach. Ja, absolut. So, also, da stimme ich dir zu. Also nicht nur wegen seinem Spielstil und sonst was, der natürlich sehr gut für Fotos ist, sondern halt einfach so, wie er halt war. Aber klar, wenn er halt menschlich nicht so ist, dann haben wir das Häufchen gefunden, wo es gelegen hat. Aber also ich glaube schon, dass er eine Option war, dass man darüber nachgedacht hat, ob man ihn vielleicht doch hält, weil er halt ein überdurchschnittlicher Spieler ist. Und ich finde es mutig, dass man den eingeschlagenen Weg mit Küper Franzrepp leicht abgewandelt doch weitergeht, indem man jetzt einen nicht so guten Goalie holt und der sich dann quasi die erste Position dann 1A und 1B mit Kipper teilt, während, weil Franz Repp noch förderlizenzberechtigt ist, er dann komplett in Weißwasser spielen soll. Ja, aber das finde ich halt wirklich nicht verkehrt. Also es ist auch wiederum ein bisschen das, was wir zum Anfang gesagt haben, der letzten Saison, so wo sie es ja auch gesagt haben, sie wollen mit 2 Jungschen reingehen. Jetzt die Entscheidung zu treffen, mit Arm halt da einzuholen, der nicht eine klare Nummer 1 ist, sondern wo Küpper halt vielleicht noch die Chance hat, dran vorbeizuziehen. Und für mich persönlich ist es dann noch, muss es einfach wirklich die letzte Chance für Küpper sein. Auf jeden Fall. So, weil der ist ja auch schon jetzt dann mit der Saison, wenn sie abgelaufen ist, 6 Jahre in Berlin. Klar, viele und blöde Verletzungen gehabt, aber jetzt muss er halt irgendwie mal in die Puschen kommen. Ansonsten macht es für mich keinen Sinn, den halt weiter durchzuziehen. So. Na, er muss in die Puschen kommen und du brauchst halt auch das Gefühl, also dass der Club dir da die Unterstützung gibt und auch an dich so glaubt. Weil da wurden ja auch immer wieder dann starke Torhüter davor gesetzt. Ja. Beziehungsweise, also der Niederberger Abgang war ja wegen Wehrhahn zum Beispiel. Ich glaube, das war ja auch nicht unberechtigt, weil im Jahr darauf wurde er halt Goalie des Jahres, ne? Werden.
Niederberger. Ja. Aber dass Niederberger dann geht und sagt, hey, Moment mal, ich wollte die Eins werden und jetzt setzt ihr mir wieder einen davor, das ist natürlich, kann man natürlich nachvollziehen, ne? Deswegen glaube ich schon, also das stimme ich dir komplett zu, Wally, dass das mit Küpper jetzt schon, glaube ich, so eine, dass man Küpper jetzt schon da so ein bisschen in die Richtung drücken will, dass er mehr Starts bekommt und Darm halt dann wirklich so eine 1B-Variante ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Küpper mehr Spiele nächstes Jahr bekommt. Mehr als zwei. Ja, gut, die letzte Saison kannst du nicht wirklich werten. Also ich meine jetzt auch, dass er mehr Spiele als Sebastian Darm bekommt. Sebastian Darm übrigens, der Vollständigkeit halber, der neue Torwart der Eisbären Berlin, Nationaltorwart der Dänen. Habt ihr vielleicht gesehen, gegen Frankreich hat er ein Gegentor von der Mittellinie bekommen. Mon Dieu. Hat aber später im Turnier auch schon ein paar richtig starke Paraden gezeigt, also ist keine komplette Null. Wir haben auch, als wir die Verpflichtungen weitergemeldet haben, haben wir ja auch Feedback bekommen von Stefan Wiedemeyer aus Iserlohn, der geschrieben hat, dass Darm im letzten, also dass klar die Statistiken nicht gut waren, aber die auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass er im letzten Jahr hinter einer ziemlich schlechten Defensive der Iserlohn Roosters gespielt hat und der sicherlich in Berlin mit einer besseren Defensive davor besser aussehen kann und eventuell auch überzeugender sein kann. Dass er ein super Typ ist, umgänglicher Typ. Genau. Ne? Und ich glaube, das hat man ja auch an diesem kurzen Video von den Eisbären gesehen. Halt. Also ich glaube schon, dass er sehr einnehmend ist und innerhalb von zwei Spieltagen wird schon keiner mehr an Poulin denken, sondern ach, Sebastian Darm. Ja, und Florian Kettema ist ja auch noch da. Also ich meine. Ja. Aber trotzdem sehen es auch viele, um auf die Community nochmal zurückzukommen, sehen es halt viele kritisch, dass Kevin Poulin gehen musste. Ja, ne, weil du halt nicht wirklich von vornherein diese große, klare Nummer 1 hast. So, was du ja in Berlin wirklich über Jahre gewöhnt warst. Für mich wäre dann halt wirklich die Frage, die dann vielleicht in der Saison beantwortet werden kann, wenn das System halt nicht klappt mit Darm und Küpper und Franzep, ziehen wir mal auch noch mit rein, ob man dann wirklich nochmal einen Großen holt, der eine Eins werden kann, weil selbst wenn Darm auf der Bank sitzt, tut es ja auch kein Weh, weil er einen deutschen Pass hat. Eben, und man hat sich ja die Hintertür offen gelassen, hat ja eben genau das auch gesagt. Wir haben auf der Torhüter-Position keine Ausländerlizenz vergeben und genau deswegen, weil man halt sich, wenn man nochmal nachjustieren will, dann halt diese Option offen halten möchte. Ja, ist vernünftig, ist halt, ja, wird man sehen. Also ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass Marvin Küpper wieder so ein Seuchenjahr hat. Und ich glaube, also das haben wir ja schon häufiger gesagt, dass das bei den Eisbären wahrscheinlich auch ganz anders ausgesehen hätte auf der Torhüter-Position, wenn Küpper fit geblieben wäre. Mhm. Und also generell, was die Verletzungen ja auch anging. Und insofern glaube ich schon, dass das ein guter Weg ist. Klar, Darm ist jetzt nicht der große Name, wo man mit den Knien zittert und sich denkt, wow, da haben sie jetzt einen aus dem Hut gezaubert. Ja, aber wiederum finde ich halt, das ist, also Torhüter-Position ist für mich wirklich die einzige Stelle, wo ich bis jetzt sehe, okay, da denkst du halt ein bisschen weiter, da willst du halt die Jungs schon ranziehen, dem willst du die Möglichkeit geben. Ja. Da geht man halt wiederum so halt dieses Risiko, sag ich mal, ein. Man geht einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Genau, so, da geht man halt das Risiko ein bisschen ein, weil man halt keinen riesengroßen Namen holt. Das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da lässt sich so dieser Umbruchfaktor vielleicht ein bisschen erkennen, dass man ein bisschen weiter in die Zukunft denkt. Ja, muss man schauen, was draus wird. Aber es sind ja eigentlich auch wirtschaftliche Gründe. Das ist mir beim Gespräch mit deinem Vater in den Sinn gekommen, als wir uns nach der Fanbogen-Sache unterhalten haben. Da hatten wir uns getroffen. Also ich glaube, die Trikots von Kevin Poulin ließen sich ganz gut verkaufen. Ja. Und darauf verzichtet man dann auch so ein bisschen. Das ist ein Hot Take, oder? Ein Hot Take war das. Was? Wieso? Dass die Poulin-Trikots sich gut verkauft haben. Ich kopiere ich nicht. Ein Hot Take ist, wenn man einfach mal so eine Behauptung in den Raum stellt, die halt einfach, die so Leute aufregen soll.
Das war ironisch gemeint, dass du jetzt gerade einen Hot-Take gemacht hast, weil natürlich, also Goldie-Trikots generell und natürlich haben sich die Pullover-Trikots, gut, wenn ich das jetzt noch mag. Also, musst du vielleicht mal öfter aus deinem Vogelnest runterkommen in die Kurve und dann siehst du nämlich die ganzen Trikots. Ich weiß es doch, das war doch gar nicht so gemeint. Ich weiß doch, dass da nur toll, da rennen Wehans rum, da rennen bestimmt auch noch Sepps rum und ein Döler und... Da rennen die ganzen Torhüter rum, das weiß ich doch. Das war doch gar nicht so gemeint. Das war doch, deswegen sage ich, das war ironisch gemeint. Aber wir, nicht wir, aber wurde auch im letzten Hockey Buddies Podcast ja, schon festgestellt. Ja, sag's mir hier auch nochmal, ganz ehrlich. Mit deiner Ironie funktioniert das nie so. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass dir aufgefallen ist. Ja, das war Tino Braun, der zu dir gesagt hat. Vor allem der Tweet war ja auch ironisch gemeint. Ne? Also. Ja. Um das mal zu kurz zu erklären, welche Saison war denn das? Vor 2 Jahren, ne? Die letzte Saison, die Tino Braun komplett da war. Ja, also Tino Braun war der einzige Spieler, der alle Spiele gespielt hat. Tom hat es getwittert und Tino Braun schrieb dann so zurück, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, da war ich schon ein Stats-Guy. Ja. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, man verzichtet da auch auf ein bisschen Geld, dass man Kevin Pollard nicht weiter beschäftigt hat. Und ich glaube nicht, dass man das mit Darm so aufwiegen könnte oder mit Küper. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Denke ich nicht. Aber das Geld nimmt man dann mit Leo Föderl ein. Meinst du? Ich glaube, das Trikot wird gut gehen. Nach einem Monat, er hat immer noch die Überleitung drauf, ne? Hm? Wahnsinn. Nee, es war jetzt eigentlich gar nicht die Überleitung. So, hättest du es einfach nicht gesagt, hätte jeder so geglaubt. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Wollte ich jetzt von den Torhütern zu den Verteidigern kommen. Lass uns hier wild rumspringen. Ja, ja, Leo Föderl. Wenn er Deutsch spricht, klingt das auch, als wenn er wild rumspringt. Das wird witzig. Das werden lustige Interviews in der Mixzone, glaube ich. Das wird auch witzig dann, das für Instagram und so und für Twitter dann die Zitate da rauszublasen. Vielleicht fühlen wir es also einfach. Ich verstehe es so ein bisschen. So ein bisschen versteht das jeder. Ja. Aber du weißt nicht, ob er über seinen Grillabend spricht oder über sein neues Auto oder über das Spiel, was er gerade gespielt hat. Aus der Mixer machst du dann nur dieses Emoji, dieses, ich weiß auch nicht. Ja. War gut. Ja. Ja, aber ich glaube, Leo Föderl ist schon, das ist ja bisher so die Top-Verpflichtung eigentlich, also die ja auch schon sehr lange im Raum stand, die ja schon auch mehr oder weniger bekannt war, oder bekannt war, dass er kommen wird. Finde ich eine sehr gute Verpflichtung, freue ich mich drauf, ihn für die Eisbären spielen zu sehen. Ich bin gespannt, in welcher Reihe er dann nah spielen wird. Wie hast du ihn denn jetzt bei der WM gesehen? Gar nicht so viel, da spielt er ja eine relativ kleinere oder eine etwas kleinere Rolle. Spielt im Powerplay vorm Tor, was ich ein bisschen ungewohnt finde. Aber ja, was so von den Eisbären angeht, ist das ja nicht so ganz die aufregende WM, sage ich mal. Jonas Müller spielt 7. Verteidiger, hat ja die ersten Spiele auch, stand da nicht im Kader, ist jetzt wieder reingerückt, weil Moritz Seider sich leider verletzt hat. Ich glaube, Marcel Nöbels spielt in der 4. Reihe sogar nur Center. Und ist jetzt nicht so die auffällige WM, was Eisbärenspiele angeht, aber ist ja trotzdem schön, dass da 3 Eisbärenspieler dabei sind. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Der olympische Gedanke zählt. Ja. Naja, ich finde es ja, also Marcel Nöbels. Als 4. Reihe Center finde ich insofern schon interessant, weil ich ihn da selten gesehen habe. Ich finde, er wird halt auch für seine defensive Ausrichtung so ein bisschen überschätzt, aber okay, ist in Ordnung. Unterzahl spielt er ja auch. Meinst du, er ist seine 120.000 Euro im Jahr nicht wert? Verdient er so viel? Als Ex-NHLer? Es gab doch jetzt hier einen Artikel, wie viel verdient unsere Eisjungs und so weiter. Echt? Im Boulevard. Okay. Ja. Ich habe den natürlich auch nicht dort gesehen, sondern sport.de oder irgendein Portal hatte dann eine Klickstrecke gepackt und da habe ich immer durchgeklickt. Du hast einmal durchgeklickt. Ja, genau. Dann haben die schönen 28 Klicks von dir bekommen. Hm?
Wahnsinn. Da wird sich der. Nur, nur um zu sehen, dass du bei Philipp Grubauer falsch ist und von daher waren alle anderen bestimmt auch falsch. Vor allem bei Philipp Grubauer wäre es ja am einfachsten gewesen, einfach auf Cap-Friendly gehen und gucken. Genau. Da hatte ich ja auch einen Tweet dazu gemacht. Also dort verdiente Grubauer 1,7 Millionen und bei Cap-Friendly 3,3. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, er hat ja 3 Millionen. Das ist wahrscheinlich der Vertrag noch aus Washington, den sie da genommen haben. Da hat er auch keine 1,7 Millionen. Hat er auch mehr? Nee, weniger. Ich glaube 1 Million. Ah, okay. Als zweiter Goalie oder so. Vielleicht haben sie Euro, Umrechnungsfehler natürlich. Haben sie einen Yen genommen. Hast du auch im Kopf, was Jonas Müller verdient? Der war, glaube ich, nicht dabei in der Liste. Ach, der war nicht dabei? Ja. Und Leo Pföder war auch nicht dabei? Keine Ahnung. Aber ich finde 120.000 nicht zu viel. Nicht für einen Führungsspieler von den Eisbären Berlin. Was Marcel Nöbels ja eigentlich sein müsste. Mhm. Also so von seiner... Ja. Deswegen, also 120 finde ich da nicht. So was verdient man in München wahrscheinlich in der vierten Reihe. Also, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ach so, weil du mich auf wegen Föder und weil hier parallel das Deutschland-USA-Spiel läuft und genau. weil wie ich Föder bei der WM bisher finde. Ja, habe ich gesagt. Ja. Aber so, ansonsten finde ich Föder halt eine gute Verpflichtung. Finde ich schon in Ordnung. Bin ich gespannt, wie der halt bei den Eisbären funktioniert. Ja. Oh. Gut. Jo. Ryan McKiernan. War die nach Föder die erste Verpflichtung, die vermeldet wurde? Also Pföderl war ja so, oh ja, war klar. Und dann kam noch Ryan McKiernan. Fabian Dietz kam noch dazwischen. Bitte vergiss mir Fabian Dietz nicht. Okay. Fabian Dietz. Fabian Dietz. Ist da. Ja. Von den Lausitzer Füchsen. Ja. Und dann kam McKiernan. Fabian Dietz von den Lausitzer Füchsen, um der Vollständigkeit halber, war auch schon beim Development Camp dabei. Die Geschichte ist doch eigentlich ganz schön. Die hat ja Dani aber schon bei Hanni und Dani im Podcast erzählt. Mhm. Aber dass er sich ja quasi den Vertrag bei den Lausitzer Füchsen über das Development Camp der Eisbären Berlin verdient hat, weil er da hatte er noch keinen Vertrag, ist da aufgefallen und hat dann den Vertrag für die Lausitzer Füchse bekommen und jetzt hat er halt den Vertrag bei den Eisbären. Ich vermute trotzdem, dass er häufig eher Lausitzer Füchse in der Lausitz spielte. Ja. Eher Lausitzer Füchse. Und dann kam Ryan McKiernan. Und bei Ryan McKiernan war ich so, oh, Überraschung. Weil mit dem hätte ich nicht gerechnet, dass er kommt. Doch nicht nach Köln. Ja, genauso wenig wie, ach Gott. Nee, aber ich glaube, dadurch, dass es ja auch mehr so der offensive Part sein soll. Wie Mark and Barry. Ja, genau. Oder Mickey Dupont. hat man, glaube ich, da halt versucht, irgendwie so einen Nachfolger für Mickey vielleicht ranzuholen. Ja, aber prinzipiell find ich es echt nicht schlecht. Also ich glaube auch, dass der Spaß machen wird. Also ich hatte mich mit Bernd Schwickerath natürlich ausgetauscht über McKiernan, weil Bernd Schwickerath natürlich aus Düsseldorf kommt, Teil des Podcasts Shorthanded News ist natürlich, daher kennt man ihn auch und natürlich auch, weil er über die Düsseldorfer EG berichtet, hauptberuflich und über Eishockey, aber hauptsächlich über die Düsseldorfer EG und er hatte mir dann halt auch über McKiernan gesagt, dass der schon ein angenehmer Typ ist, der gut in eine Stadt wie Berlin passen wird und so von seinem Spielstil halt auch einer ist, der hier Spaß machen könnte, weil er halt die Scheibe gut bewegen kann, gut Schlittschuh laufen kann, einen guten Schuss hat, den er vielleicht ein bisschen zu selten nutzt und weniger Körper spielt, als man das vielleicht von ihm erwarten würde, aber dadurch, dass er halt ein guter Läufer ist, eventuell viele Sachen wettmacht, die andere mit ihrem Körper halt machen oder lösen, löst er halt läuferisch, was halt für das, wie ich Eishockey mag, halt auch eigentlich dem entgegenkommt, was auch, glaube ich, auf der europäischen Eisfläche sogar noch besser ist. Insofern, coole Verpflichtung. Bisschen schade, dass Mickey nicht mehr dabei wäre, weil wenn du jetzt Mickey hast und also Dupont und McKiernan, die ersten beiden Verteidiger, die rechts schießen, das wäre schon auf der rechten Verteidigerseite, glaube ich, ein cooles Duo. Jetzt haben sie halt den Ramage noch geholt, das ist dann die letzte Verpflichtung. Der schießt ja auch rechts, ist ja auch dann, die rechte Seite wird dann wahrscheinlich Wissmann, McKiernan, Wissmann und Ramage, so die drei. Und ja, ich hätte Dupont, Wissmann und McKiernan hätte für mich auch funktioniert, muss ich ehrlich sein. Aber ist halt jetzt nicht mehr so.
muss man akzeptieren. Ich bin jetzt in der Phase, wo man das akzeptiert. Ja, aber du musst Dreimatch-Spitze so aussprechen, wie er sich selber bei Elite Prospects. Kannst du das kurz mal nicht zu nah ans Mikrofon, aber. Aber ist er das selber oder ist das irgendwie? Ich glaube, die Spieler sprechen das selber ein. Das ist ja verrückt. Weil wir haben nämlich, um da das noch dazu zu sagen, wir haben vorhin noch in unserem Vorgespräch überlegt, ob er jetzt so Ramage. Jonathan Ramage oder ob er lieber Rampage genannt werden möchte oder. Also, ist sein Antonio Rampage. Okay. Ramage, das klingt schon. Das ist so, ich beiße den Kopf ab. Es gab doch mal die Zeit, als Dodge Sponsor der DL war. Da, ja. So hieß auch die Autonamen Dodge Ramage. Ja. Stimmt, ja. John Ramage. Mir egal, ob ich deine Nummer sehen kann, ich knall dich in die Bande. John Ramage. Ich folge dir bis aufs Klo. Aber bei McKinnon nochmal. War ja wohl auch so ein bisschen ein Wunschkandidat von Aubin, die sich ja kennen aus Wien, wo sie, ach, sehr was. Wo sie, glaube ich, zwei Saisons irgendwie zusammen waren. Wer ist vielleicht so ein kleines Gastgeschenk. Damit sich hier leichter arbeiten lässt. Ja. Ja, aber wo man dann. Würde aber heißen, dass sie nicht erst kurz Anfang Mai miteinander geredet haben über den Plan, den sie. Weißt du nicht, vielleicht hat auch Richer, Aubin und McKinnon, vielleicht haben die eine WhatsApp-Gruppe gehabt, man weiß es nicht. Vielleicht wurde McKinnon Moment. Auch verpflichtet, um Aubin davon zu überzeugen, dass es Berlin wäre, eine super Idee. Bevor er zu den Buffalo Sabres geht. Ja. Genau. Nee, aber Richer sagt ja auch zu McKinnon, dass er ihn vor ein paar Jahren schon mal beobachtet hat in Österreich und Stimmt. ihn kennt. Ja. Das sollte man nicht. Wahrscheinlich, vergessen. Als er Aubin da besucht hat und mal Hallo gesagt hat. Oder Bonjour. Oh. Oder Salut. Ja, der war besser als der Franco-Kanadier-Gag in der Bild-Zeitung kurz vor der Sommerpause. War das ein Gag oder einfach nur purer Hass? Ich glaube, das war ein. Ja, das war Hass. Ja. Ja. Zu John Ramage. Kann man gar nicht so viel sagen, weil, wie du schon gesagt hast, so eine Spieler sieht man, kann man sich halt auf YouTube anschauen. Ja. Man kann sich halt Stats angucken. Ich finde halt ein bisschen blöd, dass er in seiner Karriere bisher kaum Playoff-Spiele bestritten hat. Und die geht jetzt auch schon ein paar Jahre. Also ja, aber in der einen Saison mit Cleveland, also damals hießen die noch Lake Erie Monsters, da war er halt in den Playoffs verletzt, als die Calder Cup Champion geworden sind. Oder ja, er hatte keine Zeit, jedenfalls. Aber keine Zeit. Jedenfalls Bruder muss los. Leute, ich bin völlig busy, das geht gerade nicht. Tut mir leid. Ja, jedenfalls stand er da natürlich in der Saison im Kader und ist auch Calder Cup Champion geworden. Also er wird verletzt gewesen sein in der Zeit. Ja, okay. Aber trotzdem hat er halt, also in seiner Statistik stehen halt nur knapp 20 Playoff, 21 waren es, glaube ich, Playoff-Spiele. Finde ich halt ein bisschen wenig. Zeigt hat, dass er wahrscheinlich oder jetzt gerade auch zuletzt in relativ schwachen Teams gespielt hat, die das fand ich, ich weiß gar nicht, ich habe es ja schon vorauseilend getwittert, dass er ja was hatte ich geschrieben, die zweitschlechteste Plus-Minus ja. Der Liga hatte, nee, die schlechteste Plus-Minus der Liga, und aber er hat bei dem zweitschwächsten Defensivteam gespielt, der American Hockey League. Also das dann immer, muss man, glaube ich, dann immer im Kontext sehen. Wenn man bei einem schlechten defensiven Team spielt, ist auch die Plus-Minus scheiße. Und die Plus-Minus ist generell scheiße. Sollte man sich einfach mal, immer wenn man in seinem Artikel die Plus-Minus erwähnen möchte, immer kurz dran erinnern. Also scheiße. Ich habe das aber auch schon mal gemacht im Prospect Report. Wenn man nicht viel Positives erwähnen kann und die ist gut, dann erwähnt man wenigstens die. Nein. Es hat immer was von, weißt du, wenn dem Kind so ein Bild gibt, wo du eigentlich denkst, ja, hast du gut gemacht. Ja. Hast du ja Mühe gegeben. So wie früher in der ersten Klasse, so die Stempel Lesekönig und so weiter. Ja, genau. Ihr habt 8-0 verloren und trotzdem hast du plus 1. Ja. So. Voll gut. Das geht gar nicht. Darauf Doch, das wir, geht. Die Statistik ist toll. Darauf können wir ausbauen. Das geht. Alles wird gut. Ja, mal schauen. Aber so an sich scheint er ja mehr so der defensive Part zu sein, oder? Weil so richtig offensiv, also irgendwie scoren tut er ja nicht. Nee, stimmt. Wenn man so Statistiken guckt, also so. Ja, aber gut, das kann sich ja, also der kommt jetzt nach Europa, das kann sich natürlich komplett drehen, dann schießt er hier plötzlich 20 Tore. Das glaube ich nicht, aber
dann, weißt du, also es kann sich ja auf einmal ändern irgendwie. Ich glaube, das muss man halt sehen. In der AHL hat er zum, und der ECHL, ja, hat er nicht wirklich gescored, aber hey, warten wir es ab. Wie gesagt, wir können uns das Bild halt machen anhand der Statistiken und können halt sagen, der hat wenig Playoff-Spiele gemacht und ja, können uns Highlights auf YouTube angucken, aber so ein richtiges Bild bekommt man, glaube ich, erst, wenn er hier ist. Und ja, wenn man ihn halt spielen sieht, aber ich glaube schon, dass er eher eine defensivere Rolle kriegt, vielleicht neben Jonas Müller. Und Jonas Müller kann endlich die Scheibe bewegen und sich offensiv mehr einbringen und zeigen, was er von Dupont die ganzen Jahre gelernt hat. Das wäre natürlich dann schon, wenn er dann jemanden neben sich hat, der in der eigenen Zone kaum Fehler macht, wäre das natürlich super. Was würdet ihr glauben, wen ersetzt er? Danny Richmond? Einen von den beiden. Hast jetzt kurz den Jigger gemacht in Hamburg. ja, also Candery und oder Richmond. Einen von den beiden halt, ja. Okay. Aber das kann man, also war ja von vornherein klar. Dass da jetzt, also gerade bei Candery und Dupont waren ja auch beides Rechtsschützen, die gegangen sind, und dass dann natürlich dann man Rechtsschützen für die Verteidigung holen muss, war ja an sich eh klar. Meint ihr, da kommt noch jemand für die Verteidigung? Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, da ist man mehr oder weniger komplett gerade. Der Sturm wird halt echt interessant, weil der liest sich halt wirklich noch arg dünn, wenn man so drüber schaut. Aber man könnte schon damit spielen. Ja, naja, klar, spielen kann man immer irgendwie, aber ja, nee, da fehlt mir noch irgendwie so derjenige, der halt vorne wegrennt, irgendwie. Wo du halt weißt, okay, der scored, was vielleicht ein Backman irgendwie war, wo er gekommen ist, was sich so rausgestellt hat, aber da fehlt mir irgendwie noch so der klare Scorer irgendwie. Na, Ortega? Ja, aber irgendwie so ein Zweiter wäre, glaube ich, noch ganz schön. Ortega, Backman, Föderl? Backman, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Weiß ich nicht. Also, wenn er sich jetzt nicht wieder im Sommer an Operationen unterziehen musste. Ja, weiß ich nicht. Also vom Gefühl her, was ja auch immer schwierig ist, glaube ich, wird er so ungefähr dieselbe Saison spielen wie letztes Jahr für seine Leistung. Und ja, muss man schauen. Aber ich denke mal, da wird definitiv noch ein, zwei werden kommen. Also zwei, denke ich, auf jeden Fall. Wen seht ihr denn als siebten Verteidiger? Erik Mix soll ja Achter werden. Wer ist siebter bei euch? Was haben wir denn jetzt? Wir haben Müller, Braun, also ich lese mal Hördler. Vor. Braun, Hördler, Kettemer, McKiernan, Mick, Müller, Ramage und Wissmann. Boah. Tricky. Ich glaube zum Anfang Wissmann. Nee. Glaubst du nicht? Nee. Wissmann hat erstes Verteidigerpaar gespielt unter Richer. Aber jetzt haben wir ja einen neuen Trainer. Ja, aber ich glaube es nicht. Ja, wir sind nicht. Ich glaube nicht. So Kettemer kann ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen als siebten. Der wird, glaube ich, wenn dann eher so in der dritten sein. Echt tricky. Also selbst wenn es jeder mal irgendwie draußen ist oder jeder mal der siebte ist, hätte ich auch kein Problem damit. Aber so jetzt erstmal aus dem Schnellen, das ist echt schwierig. Fast auf Braun. Wenn ich die Verteidigerpaare im Kopf zusammengehe, dann mache ich Kettemer, McKiernan, Hördler, Müller und Wissmann und Ramage. Dann bleibe ich ja bei Braun am Ende. Und McKiernan DL2 beziehungsweise DNL. Ja, das wird auch spannend, also wo er denn eingesetzt wird. Ja. Er hat ja im letzten Jahr schon zwei DL2 Spiele gemacht. Und im Oktober letzten Jahres. Und ja, mal sehen, ob er eher DNL spielt oder DL2. Das ist auf jeden Fall ein Luxusproblem, solange wie sich nur ein Verteidiger verletzt. Wenn sich wieder zwei oder drei verletzen, dann hast du da wieder in der Verteidigung ein Riesenproblem, weil dann reißt es halt die Lücke und dann fehlt dir ein Maxi Adam. aber jetzt so ist es natürlich ein Luxusproblem, dass du da eine ganz gute Auswahl hast. Es ist halt auch die Frage, wie kommt Frank Hördler aus der Sommerpause? Er hat jetzt letztes Jahr schon nicht immer so überragend gespielt, da hat man schon auch gemerkt. Also man aber merkt, da war er ja auch verletzt. Also, da war er eben auch verletzt und man merkt halt, also ist ja nichts Schlimmes, man merkt halt dann irgendwann auch mal das Alter von den Spielern. Ist eben halt, sagst du das. ja, aber es ist ja nichts Schlimmes, es sind ja auch Profisportler und da ist nun mal die Zeit halt auch
für den Sport begrenzt. Das ist nichts Schlimmes. Vielleicht ist es auch Hördler. Aber ich kann, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Hördler als Nationalspieler und Silbermedaillengewinner und so, dass sie den zum siebten Verteidiger machen. Deswegen bleibe ich wahrscheinlich bei Braun. Aber die Rückennummer würde passen. Haha. Überleg mal, der Trainer entscheidet das so. Ich brauche noch einen siebten Verteidiger. Ja. 90, 18, 7. Bei dir steht's ja schon. 7. Ja, die 1 ist ja noch frei, oder? Kann er die nehmen? Ja, aber ich denke schon, dass es dann so... Wenn sie es ernst meinen mit den jungen Spielern, wird es auf jeden Fall nicht Wissmann oder Müller. Das wäre Quatsch. Also bleibt es dann bei, was haben wir jetzt? Braun. Braun, Hördler oder Kettemer. Mhm. Vielleicht auch Kettemer. Muss man gucken, wie Kettemer spielt Anfang der Saison. Wenn er so spielt wie letztes Jahr Anfang der Saison, als er noch um den Vertrag gespielt hat, dann wahrscheinlich nicht. Und im Sturm bin ich aber trotzdem bei dir, dass ich da trotzdem noch so ein bisschen die Erwartung habe, dass da was kommt, weil mir das auch noch in der Breite zu dünn ist. Was die Scorer angeht, wahrscheinlich nicht. Da bin ich schon so, dass ich sage, okay, Ortega wird spannend, weil er jetzt die erste volle Saison für die Eisbären spielt und ich nicht glaube, dass er in der Rate scored, die er jetzt hatte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine gute Rolle spielen kann in der DL. Backman, wie Wally eben schon sagte, hoffentlich hat er einen Sommer ohne OP, die ihn halt gerade Anfang der letzten Saison ausgebremst hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass er zumindest wieder in die Richtung geht. So wie zum Ende der Saison hat er ja plötzlich seine Produktion wieder steigen lassen. Ich glaube nicht, dass der so scored wie in der ersten Saison, aber schon so dazwischen. Ja, ja. Und wenn Föderl von vornherein gut funktioniert im Sturm, glaube ich auch, dass es gut passen kann. Dann hast du halt 3 Scorer, wenn Nöbels wird, glaube ich, auch nicht so eine schwache offensive Saison haben. Dann hast du halt Nöbels, Föderl und halt Backman und Ortega und das ist schon ganz okay. Und ja, mir fehlt dann irgendwie, glaube ich, so für dritte, vierte Reihe, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was. Center, Aubry, Shepard, Olver spielt, wird eine komplette Saison spielen, also wahrscheinlich. Aber... Ja, aber dann hast du noch Ranke und dann kommen hier schon Busch noch und dann kommen hier schon die jungen Spieler, Hissler und Janke. Die du dann möglicherweise also verteilen solltest. Auf die Reihen. Naja, wenn du Shepard, Ortega und Hissler und Aubry, Föderl, Nöbels, Janke dritte Reihe Center, Olver vierte Reihe Center. Wird nicht passieren. Aber Janke muss ja gar nicht mal, Janke muss ja eigentlich nicht mal zwingend irgendwie vierte Reihe spielen, beziehungsweise muss nicht zwingend zweite, dritte Reihe oder erste Reihe spielen. Für mich wäre es schon cool, wenn Janke wieder so wie Anfang letzter Saison die Option kriegt, dass er in Unterzahl spielen kann, dass er mal zum Ende von einem Powerplay mit aufs Eis geht, dass er wichtige Eiszeit auch in der vierten Reihe bekommt. Das ist, glaube ich, das wäre ja auch schon ein Schritt dahin, dass man es ernst meint, die jungen Spieler einzusetzen. Ja. Aber irgendwie fehlt mir im Sturm trotzdem. Also da kommt bestimmt noch welche nach, wenn die Seasons in Nordamerika vorbei sind. Ja. Da würde ich mir überhaupt keinen Stress machen. Also, man liest das ja manchmal in dieser Eisbären-Gruppe auf Facebook und alle anderen Teams haben ihre Mannschaften schon zusammen und nur wir nicht. Das ist ja wohl der größte Quatsch überhaupt. Ja, und vor allem musst du auch mal gucken, glaube ich, da ist das beste Beispiel gerade Düsseldorf, so die ja gerade echt gut verpflichten, meiner Meinung nach. Ja, die mussten ja auch, die haben ja, glaube ich, noch mehr Spieler rausgeschmissen als die Eisbären. Ja, definitiv. Ne? Aber ich sag mal, die Spieler, die kommen, sind auch alle in der DEL gewesen. So, da war ja bis jetzt noch nicht wirklich einer, der irgendwie von außerhalb gekommen ist. So, deswegen, nee, klar, irre muss man sich nicht machen. So, ist noch viel Zeit bis zum ersten Spiel. Aber ich denke mal, so innerhalb von den nächsten 1-2 Monaten sollte dann doch schon mal was passieren da vorne. Zum Beispiel Shepard wurde ja auch erst Ende Juni, Anfang Juli verpflichtet. Mhm. Also von daher. Ja, oder was habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, so Ben Smith zum Beispiel. Der aus Mannheim, ja. Der nach dem Calder Cup-Gewinn der Toronto Marlies quasi dann erst in Mannheim offiziell vorgestellt wurde. Mhm. Wer weiß, vielleicht haben die Eisbären ihre Finger noch an also in der American Hockey League ist ja momentan auch Conference Finals. Genau. Es sind noch 4 Mannschaften, die da beteiligt sind und vielleicht ist ja irgendwo da ein Spieler dabei, an dem die Eisbären interessiert sind. Also würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Die
ECHL ist auch noch mitten in den Playoffs, das sind auch Conference Finals. Also alle liegen. Alle, ja, ja, genau. Was mich halt ein bisschen, und da glaube ich, kommt nichts mehr, das hatte ich ja so ein bisschen als Hoffnung, dass irgendwas aus Skandinavien eventuell kommt. Da glaube ich, kommt jetzt diesen Sommer nichts mehr, weil ich glaube, da ist dann doch tatsächlich schon. Beim Development Camp. Ja, okay, beim Development Camp kommen eventuell Spieler und Petri Wehhahn natürlich. Aber jetzt, ich meine, jetzt eine Verpflichtung für die Eisbären, ja, die ein Spieler, der nächstes Jahr für die Eisbären aufläuft, das glaube ich nicht mehr. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Nicht jetzt so super, super tragisch. Ja. Wollen wir jetzt zu den Fragen kommen, oder? Nö, wir müssen nochmal zurück zum Trainer. Nochmal zurück zum Trainer? Ja. Ach, fuck, ja. Ja, fuck. Deswegen wird das als explizit gekennzeichnet. Ist ja seit Tag 1 ja, als explizit gewertet. Ja. Seit Tag 1 habe ich es gemacht. Steffen Ziesche. Und da sind wir wieder bei der PK. Da habe ich nämlich Stefan Richer angesprochen und gefragt, wie denn der Plan ist mit den beiden Co-Trainern, mit Gary Fleming und mit Steffen. Mit Steffen. Mit Steffen Ciche. Mit Steffen Ciche. Das ist doch dieser französische Nationalspieler, ja, oder? Steffen Ciche. Ja, genau. Und die Frage war halt darauf bezogen, ob die beiden halt im Trainerstab bleiben, ob die erhalten bleiben oder ob man, ob was ja auch legitim ist, ob Aubin da vielleicht seine eigenen Co-Trainer mitbringen darf. Und also ich glaube schon, dass wir hier im September Craig Streu sehen werden, mit denen er schon in Wien und Zürich zusammengearbeitet hat. Ja. Aber das ist dann die zur heutigen Aufzeichnung des Podcasts noch nicht sicher. Nö, das ist meine persönliche Einstellung. Nee, ist ja auch. Ja. Stimmt. Ja, ist halt irgendwo naheliegend, dass sie halt jetzt so ständig zusammengehockt haben. Genau. Und dann bist du halt, ich sag mal, das hast du ja oft, dass der Co-Trainer mit seinem Headcoach dann doch schon mitgeht. Also ja, verwundern wird es mich auch nicht. Aber zu Z zurück. Also ich gönn's ihn, dass er da mal wieder eine Cheftrainerposition hat. Dann genau, wir müssen erst mal sagen, genau, Steffen Ziesche wurde in dieser Woche vom DEB bekannt gegeben, dass Steffen Ziesche U18-Nationaltrainer ist. Ab sofort. Vor allem hauptamtlicher. Hauptamtlicher genau. U18-Nationaltrainer. Ich glaube, genau, das hat auch den größten Unterschied gemacht. So, weil, machen wir uns mal nicht vor, so, Aubin hat auf jeden Fall einen Zwei-Jahres-Vertrag. So, und so muss er erstmal rechnen. Und ob Ziesche dann halt nochmal Bock hat, nochmal 2 Jahre Videos zu gucken, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und wenn du halt so ein Angebot hast, da auf der U18 dich zu präsentieren, wo du ja auch gute Spieler hast, wo du dich auch wieder für andere Sachen qualifizieren kannst, find ich es okay, dass er sagt, okay, ich gehe den Schritt nochmal. So, und bei dem mache ich mir wiederum auch keine Sorgen, wenn der dann halt wieder raus ist und bei uns wird eine Position frei, denke ich auch, dass du den nochmal in Berlin sehen wirst. Ob es jetzt nun in der DEL ist oder im Nachwuchs, sei mal dahingestellt. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass du den auf jeden Fall nochmal wieder siehst, dass der nicht weg ist. Klar, er ist ja auch hier verwurzelt in Berlin. Ich glaube, ja, die werden auch nicht irgendwie wegziehen. Sein Sohn wird weiter bei den Juniors spielen. Ja. Der Bruder wird weiter bei den Eisbären Mannschaftsarzt sein. Eben. Und das wäre fatal, wenn er seine Klinik zumacht. Ja, der Vater wird weiterhin SC Dynamo Berlin-Legende sein. Ja, ja, und nicht wissen, mit welcher Rückennummer er hier aufgelaufen ist. Kennt ihr die Story überhaupt? Nee. Fällt mir gerade so ein. Das war doch damals im Valley zur 50-Jahr-Feier, wo man die Rückennummern hochgezogen hat von den Alten, also Ziesche, Peters, Bierke. Und in Berlin hat der Ziesche mit der 6 gespielt. Also, und Ziesche war aber schwer der Überzeugung, dass er in Berlin mit der 9 gespielt hat. Bis man ihm gesagt hat, nein, du hast nur in der Nationalmannschaft mit der 9 gespielt. Das hat er aber nicht geglaubt, bis man halt ihm mal wirklich ein Bild gezeigt hat, wo er mit der Nationalmannschaft 9 auf Trikot hatte und in Berlin eine 6. So, wo ich mir auch denke, okay, cool. Aber er war da. Ja. So. Ja, früher wurde auch hart gesoffen, glaube ich. Ja. Nee, aber ich finde es halt schade, halt den Namen zu verlieren. Ist auch so ein bisschen Identifikationsfigur. Man, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber der Name Ziesche ist halt hier fest verwurzelt. Und ja. Ja, vor allem mit der Kombination. Ziesche war halt für mich dann noch immer derjenige, der halt wirklich dieses Bindeglied, sag ich mal, zwischen erster Mannschaft und Nachwuchs war.
so, der auch wiederum im Sportforum sehr gut vernetzt war durch seine jahrelange Arbeit bei den Juniors, wo man viel regeln konnte. So, er ist und war ja auch bis dato immer derjenige, der halt die Diskussion über die Eiszeiten geführt hatte mit. Wie man das halt auffängt, muss man schauen, klar. Mhm. So, das wird verdammt schwer. Aber halt so, wie du sagst, Wolli, also der Name Zische in Berlin ist halt einfach eine Bank. Genau. So, und dass man da halt den halt verliert in dem Sinne, klar, schade, aber wiederum freut es mich für ihn, dass er so eine Chance kriegt. So, und dann halt wirklich dieses Hauptamtliche, also du brauchst nicht nebenbei machen oder sonst was, du kannst dich ganz auf die Geschichte konzentrieren und da was aufbauen. Aber da stellt sich auch der DB so ein bisschen besser auf, ne? Also gerade bei den hauptamtlichen Frauen Nationaltrainerin eingestellt, ne? Ja. Also ist auch U18. Ja. Diese Franziska Busch. Ja, was halt einfach wichtig ist. So, wenn du das alles hast. Vor allem, du siehst ja, was von unten nachkommt. Also du hast ja gefühlt, ist ja Fakt, eigentlich hast du in jedem Jahrgang so 3 bis 4 wirklich große Talente. So, und da musst du halt dranbleiben. Weil eigentlich soll es ja auch Gesetz sein, dass die in Deutschland spielen und die halt vielleicht nicht alle nach Skandinavien abhauen irgendwann. Der Niederberger kann schon was, ne? Ja, wir waren gerade Zeuge des Monster-Saves von Matthias Niederberger gegen Jack Eichel. Deswegen habe ich dir gerade nicht zugehört, Flo. Entschuldigung. Bin ich ja gewinnt von dir. Ich höre es nachher nach. Ja. Ich spule nochmal zurück. Ich wollte nur, also Zische ist ja auch so ein, hatten wir ja hier auch schon mal gesagt, dass er halt auch so ein Eishockey-Nerd halt ist, glaube ich, der sich viel auch einfach mit Eishockey beschäftigt, dem, glaube ich, dieser Videocoaching- und Statistikjob, den er da irgendwie jetzt bei der Profimannschaft auch hatte, auch Spaß gemacht hat. Aber wie du gesagt hast, ne, diese Schnittstelle zwischen Jugend und Profimannschaft fällt halt dadurch weg. Es muss halt jetzt jemand anderes übernehmen. Irgendwie müssen sie da halt finden, hast du schon vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch gut, gerade jetzt für die jungen Spieler, die jetzt schon da sind, Jahnke, Hässler, auch Müller nicht mehr, Mick vielleicht noch, also Spieler, die unter Z in der DNL gespielt haben, die jetzt immer noch da quasi jemanden hatten, den sie halt ein bisschen besser kannten, dass derjenige jetzt wegfällt und die sich wirklich einen neuen Trainerstab halt voll präsentieren müssen und sich einfach auch besser einbringen müssen. Vielleicht hilft das in dem Sinne den Spielern dann auch. Ich freue mich auch für Steffen Zische, dass er jetzt da diesen hauptamtlichen Job hat, und ich glaube halt auch, dass er im Nachwuchs halt einfach auch, dass er da großen Spaß dran hat, da zu arbeiten. Sonst wäre er nicht lange DNL-Trainer gewesen. Und zeigt ja auch, dass er halt, dass die Arbeit, die er als Trainer macht, auch geschätzt wird im DB. Also du wirst nicht, glaube ich, einfach so hauptamtlicher U18-Nationaltrainer, wenn man deine Arbeit nicht in irgendeiner Form schätzt. Und wenn sich die Option jetzt unabhängig davon, ob die Eisbären vielleicht mit ihm zusammenarbeiten wollten, finde ich, wenn sich die Option da aufgemacht hätte, kann ich komplett nachvollziehen, wenn er dann sagt, hey, das ist eine Chance, die ich hier habe. Macht sich ja, glaube ich, auch in der Vita ganz gut, wenn es vielleicht dann später mal doch Richtung Cheftrainerposten in der DEL geht oder sowas. Wenn du dann sagen kannst, hey, ich war schon mal U18-Nationaltrainer und die sind doch jetzt auch aufgestiegen in die Top-Division, ja, ne? Ja. Und wenn du da vielleicht einen guten Job machst, jetzt vielleicht in der ersten WM den Abstieg vermeidest, du vielleicht eine Überraschungsmannschaft wirst und so, dann kannst du ja schon auch auf dich aufmerksam machen. Und ja, klar, dann wäre es für ihn vielleicht auch einfach eine Chance, dann halt doch mal in die DEL zu kommen. Genau. So vielleicht zu einem etwas kleineren Team halt dann eine Trainerposition zu übernehmen. Kann ja auch sein. So, nee, deswegen, also völlig nachvollziehbar die Entscheidung, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, das hat sich bei mir die Tage so gestellt, da war ich nicht mehr ganz so sicher, wie das mit Elving ist. So, ob der als Torwarttrainer weiter da bleibt? Das wird in den kommenden Tagen noch kommentiert. Jetzt hat es mal geklappt mit der Ironie. Okay. So schön. Nein, Elving war auch Thema bei der PK, und dass das halt auch noch evaluiert wird. Aber ich glaube, Elving wird bleiben. Ja, nee, weil ich wusste, also war Elving denn direkt angestellt bei den Eisbären? Ich dachte, das war so, als wenn er so ein... Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist frei, weil er ist ja Weißwasser und Berlin. Ich dachte auch, die haben quasi die
die Elving-Goalie-Schule quasi gebucht, dass er quasi sich um die Torhüter kümmert. Ich war mir nicht bewusst, dass er fester Bestandteil des Trainerstabs, also in dem Sinne war. Ja, gut, dachte, im Trainerstab schon, aber... Ne, ich dachte eher so als Consultant oder also irgendwie so als Assistent halt, aber nicht jetzt direkt als Festangestellter von den Eisbären Berlin. Mhm. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wo ich da mal so ein bisschen... Die Trainer mir angeschaut habe, mit denen Aubin zuletzt zusammengearbeitet haben, war sowohl in Wien als jetzt auch zum Schluss in Zürich, nämlich auch ein alter Bekannter, Torwarttrainer. Die 29, ne? Ja. Aus der Saison 2002, 2003. Ja, genau. Ja. So, Varian Kürst. Mhm. So, der auch ein Kandidat für unsere Sendung. Ja, der auch in Hamburg war, als Aubin da war, aber da halt noch als aktiver Spieler. Mhm. So, wäre dann auch wieder irgendwo eine runde Geschichte, sag ich mal. Der hat ja auch eine eigene Goalie-Schule. Ja. GC, irgendwie die vier Buchstaben oder so. Naja, irgendwie so. So tief habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich sage, das ist mir halt so aufgefallen, da habe ich gedacht, okay, lustig. Aber ich kann es mir eher nicht vorstellen. Also ich glaube, die haben hier lokal Elving und mit denen wird auch zusammen weitergearbeitet. Ja, würde ich auch besser finden. Ja. Also schon allein vom Netzwerk her halt durch die Verbindung mit Weißwasser dann halt, so, es ist halt einfach. Genau, das passt halt. Das Beste. So, du hast ja in der beide Organisationen kennt, so die Wege sind nicht lang und wen der halt da noch alles kennt, Hinz und Kunz. So, also es wäre eigentlich schade, wenn der dann halt auch weggeht, aber gut. Mal gucken. Mal gucken. Mhm. Jetzt haben wir alles von der Liste abgehakt, oder? Ich gucke gerade schon mal die Antworten nochmal durch. Oppenheimer, glaubt ihr, dass der nochmal zurückkommt? Nein. Ich glaube es auch nicht. Sonst hätte man jetzt schon mal irgendwie was gehört, irgendwas mitgekriegt. Mhm. So, ist ja auch die Frage, das weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das jetzt mit seiner Schulter ist. Ja, ob da wieder alle gut, bei der Gesundheitsfrage kann man eigentlich auch gleich Florian Busch mit reinnehmen. Ne? Er hat zwar noch mal, aber steht ja ein bisschen auch auf Kippe. Also haben wir auch jetzt Frage bekommen. Glaubt ihr, dass er weiter spielen sollte? Ja. Buschi. Ja. Ja, halt wie gesagt, man weiß halt nicht, wie es ihm geht und wiederum halt in so einer kurzen Zeit kräftig mit dem Kopf zu tun zu haben, sei mal dahingestellt. Also ich weiß nicht, also ich könnte beides sagen, also auf einer Seite, klar, wäre cool, wenn er bleibt, wenn er weiter für uns spielt, sicherlich nicht mehr 4-5 Jahre, das glaube ich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn es halt wirklich schon so grenzwertig ist mit seinem Kopf alles, dann sollte man es so nicht riskieren, so, dann sollte man halt echt gucken, ihn vielleicht noch an den Eisbären weiterzubinden. Bei ihm könnte ich mir zum Beispiel auch super vorstellen, irgendwo im Nachwuchs. Also vielleicht nicht unbedingt als Cheftrainer, so, aber als Co-Trainer kann ich mir das super vorstellen bei ihm. So. Oder eine Ausgabe für die Schlittschuhe, wie aus dem Film Heimspiel, die alte Frau. Na, du musst dich doch nur festhalten da dran. Yeah. Was haben wir heute? Mittwoch. Was war jetzt? Dienstag, Donnerstag. Also Freitag. Nee, aber ich glaube halt auch einfach von seiner Person könnte er halt den jungen Spielern viel mitgeben, weil er halt eine Vergangenheit hat, weil er halt auch einfach viel Scheiße gemacht hat, die ihm dann irgendwie auf die Füße gefallen ist, wo er anderen sagen kann, du, kleiner Tipp, so vielleicht nicht. Sitzen wir dann zusammen im Teamraum und sagen, falls irgendwann mal die Nada bei dir klingelt, mach bitte auf und nicht die Tür einfach egal, wieder zu. Egal was ist, du gehst nicht essen. Also von daher könnte ich es mir halt cool vorstellen, dass du da unten halt einen hast, der nochmal den Jungs was mitgibt. Vor allem den die Jungs dann auch selber spielen gesehen haben. Das ist ja auch immer noch ein großer Faktor bei solchen. Muss man gucken. Ich bin da so zwischen zwei Stühlen bei Busch. Also auf der einen Seite kann ich mir genau das vorstellen, dass er einen guten, also irgendwas im Nachwuchs halt macht und da halt einfach wenn du im Valley unterwegs bist, dann, ach, da ist wieder mal Florian Busch irgendwie unterwegs, so wie es jetzt mit Felski ja fast schon ist, so, ne? Und auf der anderen Seite habe ich so den Gedanken, ja, vielleicht verschwindet der auch einfach. Vielleicht ist es auch einfach so ein Spieler, der beendet seine aktive Karriere und ist weg. Und du hörst nie wieder was von ihm. Vielleicht irgendwie siehst du ihn mal irgendwo, aber du hörst halt nichts mehr, dass er jetzt irgendwie wieder Richtung Bayern zurückgeht und dann. Ich zweifle auch dran, weil er halt jetzt mittlerweile so ein. Naja, er ist schon ein verwurzelter Berliner irgendwie. Ja. Man hört es nicht, weil er sich auch größte Mühe gibt, seinen bayerischen Akzent zu behalten.
Aber ja, schon, fühlt sich schon wohl hier in Berlin und so. Also das merkt man schon. Deswegen bin ich so hin und her gerissen. Ja, ich sag mal, dass er halt sich hier in Berlin sau wohl fühlt, sich sehr, oder hört man ja dadurch, dass er halt nicht im Sommer wie jeder andere irgendwie dann nach Hause fährt und ja, den Sommer in seinem Heimatnest verbringt, so, sondern dass er irgendwie nur ein paar Wochen da ist und dann eigentlich wieder in Berlin. Ja. So, also von daher glaube ich schon, dass er irgendwie in Berlin sein wird, auch danach. Und ich denke halt, wenn er gesund ist und Eishockey spielen kann, rein medizinisch, dann denke ich schon, dass er weiter bei den, also dann würde ich ihn schon weiter bei den Eisbären sehen. Nicht mehr in einer Top-Rolle, erste Reihe oder so, aber schon so als für die Tiefe, weil er eben durch den Werdegang, den er jetzt auch in der Liga hatte als Profi, einfach enorm vielseitig geworden ist. Also als Verteidiger würde ich ihn vielleicht nicht mehr bringen, aber du kannst ihn im Sturm bringen, du kannst ihn auf Center bringen, du kannst ihn auf dem Flügel bringen, du kannst ihn in Unterzahl spielen lassen, du kannst ihn eventuell sogar auch mal im Powerplay spielen lassen. Und du, wenn du ihn aufs Eis schickst, hast du eigentlich und gegen die Top-Reihe des Gegners brauchst du dir eigentlich auch wenig Sorgen machen, außer die kommen mit viel Tempo, da ist er jetzt nicht mehr so hinterher. Aber ansonsten sehe ich ihn schon noch als Spieler, der durchaus in der Tiefe deines Kaders wichtig sein kann und denke, da würde ich ihn schon noch sehen. Bei Oppenheimer glaube ich einfach, dass der Platz nicht mehr da ist. Also dass es sich differenziert zwischen dem, was Oppenheimer spielen möchte, also welche Rolle Oppenheimer haben möchte und welche Rolle die Eisbären ihm anbieten können. Weil ich glaube nicht, dass Oppenheimer als dritte Reihe Spieler in Berlin weiter bleiben möchte. Dafür wurde er eigentlich, glaube ich, auch nicht geholt. Nee, glaube ich auch nicht. Also im Endeffekt kannst du Föderl jetzt und Oppenheimer, als er gekommen ist, eher Oppenheimer, als er aus Hamburg weggegangen ist, kannst du ja fast schon vergleichen. Ja, ja, stimmt schon. Deswegen glaube ich, Oppenheimer sehen wir nicht wieder und Busch, wenn er fit ist, glaube ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwie, und wenn es halt, wenn er dann halt vielleicht nur 20 Spiele die Saison macht, weil er halt dann einen Großteil vielleicht auf der Tribüne sitzt, weil er immer gestrichen, aus dem Kader gestrichen wird, aber ich kann mir schon vorstellen. Meinst du so Hesse-Scratch-mäßig? Ja, genau. Okay. Dass man ihn halt nutzt, wenn man halt Verletzungen hat oder jemanden, also einfach auch für die Tiefe halt. Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ansonsten, ja, halt, also jetzt sind wir bei den Fragen angekommen, ne? Wir haben wieder zu Fragen aufgerufen. Ja, also es wurde eigentlich relativ neutral und sachlich, vor allem sachlich, das ist mal positiv, darüber geschrieben. Und alles, was wir auch schon erwähnt haben, wurde halt so wiedergegeben. Stimmt, wir haben gar nicht zu Fragen, Entschuldigung. Ja, also zu der Frage, wie es hier, wie die Leute jetzt eben mit dem Umbruch. Und wir haben eigentlich alles schon in unseren Gesprächen jetzt so wiedergegeben, wie es uns geschrieben wurde. Da kann man jetzt nicht groß irgendwie mehr rauspicken, was raussticht. Aber trotzdem danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Na, ich kann vielleicht noch eins vorlesen. Naja, die Neuzugänge finde ich persönlich, achso, übrigens von Nils, der sich immer sehr stark daran beteiligt. Und er schrieb dann, naja, die Neuzugänge finde ich persönlich bisher ganz interessant, aber große Erwartungen habe ich nicht. Die Verpflichtung von Aubin empfinde ich fragwürdig, da ich mir frische Impulse von außen gewünscht hätte. Er war ja er war ja in jüngster Vergangenheit viel unterwegs, also kann er hoffentlich trotzdem frischen Wind reinbringen. Warum er gleich einen Zweijahresvertrag bekommen hat, verstehe ich nicht wirklich. Vielleicht meint man es inzwischen ernst mit der langfristigen Planung. Ein paar Verpflichtungen stehen ja noch aus, aber bisher bezweifle ich sehr stark, dass man mit Mannheim oder München mitspielen könnte. Das wurde bei der Vorstellung von Aubin aber nochmal bekräftigt. Dass Pollard viele Fans vermissen werden, glaube ich sofort, denn er ist ein sehr spektakulärer Goalie und fällt dadurch natürlich sehr auf. Darum wird er, glaube ich, etwas langweilig rüberkommen. Aber bietet meiner Meinung nach das bessere Gesamtpaket und wird sich gut in den Kader einfügen. Kurz zur Kommunikation der Eisbären. Die Diskussion wird langsam albern. Ob die Verpflichtungen Montag oder Mittwoch bekannt gegeben werden, ist doch völlig egal. Dafür wird es immer logische Gründe geben und kein Fan muss paranoid werden. Gab es da paranoide Fans? Da lese ich auch mal was. Das da lese ich mal kurz aus der Facebook-Gruppe vor. Neu. Nadine schrieb zum Beispiel, bei negativ Verbreitung von Informationen, Klammer auf, wirkt oft so, als stehen Sachen schon länger fest und man hätte Angst vor den Fans, Klammer zu, die Abgänge von McQueen und Dupont und dann, ja. Also ist natürlich klar, dass man Informationen filtert. Man haut nicht alles mit einmal raus, sondern
das in Woche 1, das in Woche 2, das in Woche 3, um natürlich die Leute auch so ein bisschen zu unterhalten. Ist ja nicht zwingend notwendig, dass man Spielerverpflichtungen jetzt sofort bekannt gibt, sondern warum nicht auch nächste Woche? Du weißt ja auch nicht, was hinten mit dran steht. Du weißt ja nicht, ob der jetzt, Opa, nochmal als Beispiel, wenn er bis Ende April einen Vertrag noch hatte, also der Vertrag noch lief und der Vertrag schloss aus, dass er sich mit anderen Mannschaften offiziell unterhält oder so. Oder er hatte sogar wenn die Eisbären noch nächste Saison einen Vertrag, glaube ich, gehabt. Ja gut, dann muss das ja noch irgendwie geregelt werden über das Arbeitsgericht oder so. Der Vertrag muss aufgelöst werden oder vielleicht gab es eine Klausel drin, wenn der Vertrag in der ersten Saison aufgelöst wird und ein neues Team nimmt ihn unter Vertrag, dann übernehmen die, weiß ich nicht, den Rest des ersten Jahres oder so. Vielleicht haben die Eisbären einfach abgewartet, bis dieses erste Jahr vorbei war, um halt dann quasi, das ist ja dann auch eine Kostenfrage. Reine Spekulation. Aber irgendwie, also da sind im Hintergrund ja noch so viele Sachen, Faktoren, die da reinkommen. Zum Beispiel auch medizinische Tests oder sowas. Oder der Trainer. Oder. Nein, bei Spielern, bei Spielern jetzt auch. Also ich oder, bin ja gesprungen, oder, das gab es auch schon. Spieler wurde verpflichtet. Allerdings hatte er noch eine KHL-Klausel drin, dass bis zum bestimmten Zeitpunkt der Spieler noch in die KHL wechseln kann. Und dann ist der Vertrag hier natürlich nichtig. Ja. Ja. Ja, oder man hat sich vielleicht mit einem Spieler schon geeinigt in der AHL und die sind halt noch im Spielbetrieb und da kann der Vertrag noch nicht, genau. Also da spielen viele Faktoren mit rein. Bei den Abgängen, klar, wenn McQueen sich vielleicht im Winter schon irgendwo geeinigt hat aber das glaube ich halt eben nicht mit Schwenningen, aber wenn McQueen vielleicht im Winter schon gesagt hat, er möchte gerne gehen, warum sollen die Eisbären im Winter sagen, ich glaube, das war auch ein einzelner Punkt hier. Ja, nee, ich meine nur, ich teile diese Paranoia nicht. Ja. Dass, vielleicht hat McQueen die Eisbären im Winter informiert und gesagt, hey, pass auf, nächstes Jahr spiele ich woanders. Aber warum sollen die Eisbären dann hingehen und sagen, ja, McQueen spielt, also warum sollen die Eisbären mitten im Dezember, als sie noch um ihre Saison kämpfen, irgendwie noch in die Playoffs zu rutschen, warum sollen die da dann verkünden, hey, übrigens, Jamie McQueen, der gerade unser Top-Torjäger ist, spielt nächstes Jahr nicht mehr für uns. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, vor allem, was hast du davon, ob es nun im Dezember oder halt nach der Saison weißt? Der Aufschrei ist ja eh da. Eben so. Einmal das und weg ist er so oder so. Ja. Also, was Abgänge angeht, bin ich da echt so ziemlich schmerzfrei. Weil, ja, wenn er weg ist, ist er weg. Ja. So, fertig. Und Dupont stand nun mal erst kurz vor der Abschlussveranstaltung fest. Also, der Einzige, der, glaube ich, wirklich schon lange feststand, war Jens Baxmann. Und mit Kevin Pollard glaube ich tatsächlich, dass sie wirklich versucht haben, da noch irgendwie zu verhandeln. Weil die Option halt abgewiegt haben. Ja. Und sich jetzt entschieden haben, den Weg nicht weiterzugehen. Und vielleicht lag es auch daran, wie das mit Damen läuft in der Verhandlung und sonst was. Also, nee. Man hat ja gerade letztes Jahr gesehen, du hattest ja mit Brandon Maxwell geschrieben gehabt, ne? Ja. Und dass der auch kurz schon davor stand, hier zu unterschreiben, er folgte den Eisbären, er folgte uns. Und daraufhin hast du ihn angeschrieben, wie es aussieht. Und er wirkte fast sicher, ne? Beim Abgang von Blake Pallett war es genau dasselbe. Ja. Da stand es auch erst an dem Tag fest, als es verkündet wurde, dass er zu Kuhn und Retz da geht. Genau, und auch wegen einer Ausstiegsklausel. Genau. Ne? Also hat ja auch einen Zweijahresvertrag gehabt und ist nach einem Jahr gegangen. Ja. Ja, so eine Kleinigkeiten hast du ja immer. So, denk an Walker, der eigentlich schon bei den Preußen unterschrieben hatte, so, wo der Vertrag nicht zustande kam, weil man sich halt über die Summe für die Krankenkasse praktisch nicht geeinigt hat, so, weil er bei denen irgendwie einen höheren Anteil zahlen musste als bei uns oder so. Irgendwie sowas, gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall war es um das Thema. Und dadurch kam halt der Vertrag nicht mit Preußen zustande und daraufhin ist er halt zu den Eisbären gegangen, wenn man das dann halt mitgekriegt hat und sich dann an ihn gewendet hat. Also oftmals sind es so eine Kleinigkeiten. So, oder du sagst halt, ja, ich kann mir vorstellen, da hinzugehen und dann klopft mit einmal doch vielleicht der größere Verein an. Ja. So kann halt alles sein. So, ja. Es sind halt Verhandlungen. So oder so. Und die Geschichte zum Beispiel von Nick Pedersen im letzten Jahr, wie er sich verzockt hat, die kennt man ja mittlerweile nun auch. Also da haben die Eisbären ja, also erstmal hat Nick Pedersen sich verzockt und dann haben die Eisbären ja jetzt mittlerweile in der abgelaufenen Saison ja auch zugegeben, dass sie dann den Moment verpasst haben, nochmal reinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, wenn es mit der KHL nicht klappt, willst du dann nicht doch bei uns bleiben. Also insofern, wir drehen uns im Kreis, es sind halt immer viele Faktoren, die da irgendwie reinspielen, die dazu führen, dass ein Transfer an verschiedenen Tagen
Also man müsste sich mal den Aufschrei vorstellen, wenn das noch nicht fix ist mit dem Spieler, also der hat zwar schon den Vertrag unterschrieben, geht dann aber doch woanders hin, wie groß wäre der Aufschrei dann erst? Von daher kann ich das schon verstehen und vor allem aus kommunikativer Sicht, dass man nicht alles gleich gebündelt preisgibt, sondern immer stückchenweise. Man will ja auch was über den Sommer berichten. Das Einzige, wo es vielleicht Sinn gemacht hätte, jetzt auch aus aktueller Sicht, wäre Leo Pöhler gewesen. Wo eigentlich alle Parteien wussten, dass dieser Wechsel, dieser Transfer stattfinden wird. Eigentlich waren auch, so wie man das mitbekommen hat, in Nürnberg hat keiner da irgendwie böses Blut Leo Pöhler gegenüber gehabt. Klar ärgert man sich, wenn so ein Spieler wechselt. Da hätte man vielleicht schon den Weg gehen können, den ja jetzt in den letzten Jahren ja auch einige DEL-Teams gehen. Mannheim vor allem, ne? Mannheim, Wolfsburg, die jetzt unter der Saison den Wechsel von Björn Krupp zum Beispiel schon bekannt gegeben hatten nach Mannheim oder ja diverse andere Spieler, wo man halt schon unter der Saison bekannt gibt, hey, der wird uns verlassen oder der wird halt da und dahin wechseln. Wenn sich da beide Clubs halt einig sind, das so zu machen, dann fände ich es auch okay, wenn das schon Monate vorher bekannt ist. Ja. Aber bei den anderen Faktoren, wo vielleicht noch was anderes mit dran hängt, ey, habe ich kein Problem mit, wenn das dauert. Und wenn der Topspieler der Eisbären erst eine Woche vor Saisonbeginn bekannt gegeben wird, dann ist es halt so. Ja. Da wäre es halt wirklich nur, was ich zum Anfang gesagt habe, mit dieser Kommunikation-Ding, dass man halt zumindest offen sagt, weil es ja eigentlich muss es ja kein Staatsgeheimnis sein, dass man halt sagt, für sich Spieler XY hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. So finde ich jetzt nicht schlimm. So, nö, finde ich auch gut. Ob es jetzt drinsteht oder nicht, weil du weißt als Fan selber, okay, wäre es vielleicht in 2-3 Jahren noch da. So, da würde ich mir halt wieder ein bisschen mehr wünschen, halt weg von diesem mehrjährigen Vertrag. So, bei 1-2 haben sie es ja nun zwischendurch schon mal gemacht gehabt, wo eine Anzahl dran stand. Also, das ist wirklich immer noch der einzige Punkt, wo ich sage, da könnte man ein bisschen offener mit sein bei den Neuverpflichtungen. Aber das ist so was, was sich in den letzten Jahren irgendwie erst so eingeschlichen hat, genau auch wie das mit diesen Oberkörper- und Unterkörperverletzungen, ne? Dass man das so übernommen hat aus der NHL. Aber die Vertragsdauer wäre schon interessant. Also gerade glaube ich auch so für die Kommunikation, wenn es jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei den Eisbären, wenn es darum geht, so, ja, warum schmeißt ihr den Spieler nicht raus? Und dann kann man sich halt hinstellen und sagen, ey, der hat noch 4 Jahre Vertrag. Ja. Wenn wir den jetzt rausschmeißen, bezahlen wir für den Geld und für den Spieler, den wir dafür holen müssen, Geld. Also wir zahlen quasi einen Spieler, dass er nicht bei uns spielt und bezahlen einen Spieler, dass er für uns spielt, der vielleicht sogar genauso viel kostet. Und wir haben nur Budget X. Wir müssen vielleicht auch einfach den Spieler noch ein Jahr bei uns spielen lassen und müssen schauen, dass ein anderes Team den unter Vertrag nimmt. Aber wir können nicht einfach hier blind sagen, wie auf der PlayStation, so du gehst und du gehst und du gehst. So, das funktioniert halt nicht. Funktioniert auf der PlayStation nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Aber mir kommt gerade in den Sinn, so ein US- oder nordamerikanisches Team passt ja auch nicht. Dass man einen Spieler quasi auf die Waiver-Liste setzt, ne, und dann könnte, sagen wir, Spieler X von Eisbären und dann holt sich Augsburger Panther den Spieler dann und übernimmt den Vertrag. Das kannst du ja arbeitsrechtlich gar nicht machen. Ja, deswegen. Da steigt dir ja jeder aufs Dach. Ja. Also da wirst du ja hochkriminell, wenn du sowas einführst. Ja. Deswegen funktioniert ja auch würde ja auch eine Gehaltsobergrenze nicht funktionieren und das. Wenn das vielleicht spannend wäre, ich glaube nicht, dass es zu einer ausgeglicheneren Liga führen würde, weil auch in der NHL die reichen Teams einen großen Vorteil haben oder in der NBA. Aber das ist mal ein anderes Thema, glaube ich mal, für einen anderen Podcast, für eine kommende Folge. Ja. Haben wir noch was? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube, wir sind durch mit uns. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Ja, das passt, ja. Knackige 1,5 Stunden im Sommer. Ja. Müssen wir jetzt nochmal in den Pool springen hier. Und nochmal unser Russisch ein bisschen üben. Durchbar. Wir haben, Tino Boos ist nicht mehr bei der DS, ist egal. Ja, der ist leider weg. Oh, nur kurz, aber da ist mein Herz kurz zerbrochen, muss ich zugeben, weil bei den kommenden Fanbeauftragten-Treffen in Düsseldorf. Sollte er da sein, ne? Sollte er da sein. Ah. Da stand aber halt in der letzten Mail, dass es halt noch unklar ist, weil er vielleicht im Urlaub ist. Aber vielleicht kommt er privat noch. Ich glaube nicht. Dass er halt wohl im Urlaub ist so. Und 2 Tage später hieß es dann, Tino Boos hat gekündigt. So, da. Apropos, wolltest du nicht noch was zum Fanbogen erzählen?
Ach so, ja. Darf ich ganz kurz noch was zu Tino Buss sagen? Selbstverständlich. Vielleicht kommt ja jetzt doch das, was ich schon mal irgendwo, ich glaube, im privaten Gespräch gesagt hatte, vielleicht kommt es ja jetzt doch, dass Stefan Ustorf da vielleicht die Rolle übernimmt. Weil ich da schon mal so gesagt habe, wenn einer da vielleicht auch wirklich mal mit dem Hammer draufschlägt und so ein bisschen den Weg geht, den Brendan Shanahan in der NHL so eingeschlagen hatte, bevor er dann zu den Maple Leafs gegangen ist, dann würde ich das von den Leuten aktuell so Stefan Ustorf schon zutrauen. Der hat die Erfahrung, der hat selber gespielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit seinen anderen Jobs funktionieren würde. Er müsste wahrscheinlich eben dann irgendwo halt bei den Eisbären müsste er dann rausgehen und die Europa-Scout-Geschichte für die LA Kings würde wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Ja. Aber das wäre so eine Person, der ich die Rolle irgendwie zutrauen würde und wo er dann seinen teilweise auch sehr drastischen Worten natürlich dann auch Taten folgen lassen muss. Und das wäre dann schon interessant zu sehen, wie jemand, der sich so klar ausdrückt und auch so klar gegen diese ganze Kopfgeschichte und so ist, wie der so eine Rolle dann da einnimmt und wie sich die Liga dann eventuell verändern würde. Das nur nochmal dazu. Fanbogen. Ja, Fanbogen. Fanbogen bleibt. Genau, das schon, das hat mir. Fanbogen bleibt, Polar nicht. Könnte mal bleib auch. Steht 2-1 für die Hashtag Punkt bleibt Crew. Gut. an sich genau, Fanbogen bleibt, haben wir ja schon alles erzählt gehabt, was es bis dato gab. Jetzt hat man ja gesehen, dass es eine offizielle Schlüsselübergabe gab. Sag ich mal, das ging auch medial gut rum. Wo er hinkommt, ist klar. Jetzt geht es halt nur darum. Falls ihr es noch nicht wisst, gegenüber dem Pirates, was früher der Speicher war. Genau, so schräg gegenüber Oberbaumbrücke, also sehr prominente Stelle. Im Endeffekt wartet man jetzt gerade so noch auf ein, zwei bauliche Geschichten, dass das alles über den Tisch ist. Und dann werden höchstwahrscheinlich sehr sicher die ersten Daten fallen. Also wann geht's los? Wann gibt's vielleicht nochmal eine Abschlussfeier im jetzigen Bogen? So, und dass sich dann vielleicht der ein oder andere Helfer und Helferin organisieren können, um da halt mit anzupacken, weil halt wie gesagt, die Container müssen komplett nackig gemacht werden. Alles, was drin ist, muss raus. Rübergesetzt werden und praktisch wieder alles auf neu ausgebaut werden. Von daher, also geduldet euch noch ein bisschen. So, in erster Linie finde ich es cool, wie viel Zuspruch erstmal kam von Leuten, die halt wirklich helfen wollen. Wenn es dann immer noch so viele sind, dann kann das eine gute Sache werden. Aber Termine und sonst was werden sicherlich oder zu 100% dann auch veröffentlicht. Das war's schon. So, Spiel ist vorbei, jetzt könnt ihr mir wieder zuhören. Nee, zweite Drittelpause. Oh, Entschuldigung. Außerdem habe ich dir zugehört, diesmal. Okay, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wieder Bewertungen bei iTunes da. Abonniert uns bei YouTube, folgt dem Podcast bei Spotify. Kann man uns auch bei Deezer jetzt eigentlich folgen? Noch nicht, aber das richten wir noch ein. Machen das. Wir sind demnächst auf Deezer. Das würde ich, glaube ich, dann machen wir, glaube ich, dann nochmal einen Post über unsere Social Media Kanäle oder schreiben das irgendwie über Social Media. Ihr könnt uns jetzt übrigens auch, vielleicht wenn der Post kommt mit, folgt ihr uns eigentlich schon, habt ihr schon die neue Ausgabe des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts gehört? Also du meinst nächste Woche dann? Genau, eine Woche später und dann da wird dann wahrscheinlich der Deezer-Link mit dabei sein oder der Hinweis, dass der Podcast auch auf Deezer verfügbar ist. Dieser Podcast ist dann auf Deezer verfügbar. Wir sind dann überall. Irgendwann fehlt uns nur noch Tinder. Dieserception. genau. Auch gerne bei Facebook folgen, bei Instagram folgen, bei Twitter folgen. Sachen teilen. Sachen teilen. Sharing is caring und so, ihr wisst. Ne? Und genau, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Sommer. Wir hören uns wahrscheinlich dann im Juni. Development Camp. Im Juni irgendwie dann wieder und wenn jetzt zwischendrin nicht Sidney Crosby plötzlich bei den Eisbären unter Vertrag steht. Oder, Jamie Benn, der hat ja für Hamburg gespielt, also würde der ja sich jetzt... theoretisch muss der zu uns kommen, ganz klare Sache. Jamie Benn auf jeden Fall. Kann er Tyler Seguin gleich mitbringen und dann haben wir nämlich auch die Wer verkauft die meisten Trikots-Frage geklärt. Ja. Fangirlies und so. Mhm. Ich freue mich. Bis dann, ciao. Au revoir. Tschüssikowski. Thank you.
Hauptstadt Eishockey, der Blog, die machen gute Sachen. Sind gut.